Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich mach direkt den Bot an für euch. Dann könnt ihr fleißig sammeln. Na, wie geht's euch? Alles gut? Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Leute, ich habe Urlaub. Hallo? Ich glaube, ihr braucht mich gar nicht mehr fragen. Immer kommt er zu spät. Das stimmt gar nicht. Ich war pünktlich. Bei mir war es 18 Uhr. Und gestern war ich 2 Minuten zu früh. Fake News. Frech. Da gibt es gleich einen Minuspunkte-Bonus. Schön, dass ihr alle da seid, Leute. Hallo Hannes, hallo eine Meinung. Hallo dir, Doofmann. Schön, dass du da bist mal wieder. Du fleißiger Mod. Hallo André, hallo Simski. Hallo Vanessa, hallo Jennix. Noch andere Mods übersehen? Hallo Seba, auch schön, dass du da bist. Ich spule gerade so extra hoch. Ich glaube, das war's erstmal. Habe ich die neuen Nachrichten alle verpasst. Valilu ist auch da, hallo. Na gut, jetzt passt es. So, was habt ihr denn gewotet, Freunde? Ihr hattet ja schon Zeit. Oha, 346 Stimmen. 69% für Jurassic Park. Let's go. Finde ich gut. Dann passt es wenigstens von der Filmreihenfolge. Dann machen wir erst Jurassic Park und dann Jurassic Park San Diego. Hallo, hallo, Spam. Habt ihr doch jetzt schon genug geschrieben. Passt doch. So, seid ihr bereit? Also ich bin's, muss ich sagen. Bein da. Ja. Der Moskito. Millionen von Jahren konserviert. Und darin? Tja, diese Entdeckung sollte die Welt verändern. Eine Weile lang dachten wir, näher würden wir den Sauriern nie kommen. Doch da lagen wir falsch. Oh. Aus jahrelanger Forschung zur Vervollständigung der DNA-Sequenz der Saurier resultierte Leben, wie es seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hatte. Jurassic Park. Wir wissen ja, wozu das führte. Aber was wäre, wenn jemand wie du den damaligen Hochmut gezügelt hätte? Damit Jurassic Park ein Erfolg wird, muss er für alle seine Gäste so sicher wie möglich sein. Das ist das Abenteuer ihres Lebens. Lass es nicht ihr letztes werden. Der gute alte Mr. DNS, habe ich auch gedacht. Ey, die sind so gut, diese Clips, ne? Die sind wirklich toll. Das habe ich mir tatsächlich einmal schon angeguckt. Also ich kannte es schon, weil ich habe daraus auch ein Thumbnail genommen für den heutigen Stream. Aber mehr auch nicht. Ich habe mir nur das Ding einmal angeguckt, um ein Thumbnail zu haben. Das habe ich zum Beispiel übersprungen, als es geladen hat. Das ist ein echtes Paradies. Aber es fehlt was, was es früher besaß. Bis wir sie zurückbringen. Dieser Ort zeigt den Menschen Spektakuläres. Dinosaurier. Nicht länger nur in unserer Vorstellungskraft. Lebendige Saurier. Und wenn die Menschen sie sehen, dieser Moment des Erstaunens, der Magie. Du wirst ein Teil dieses Spektakels sein. Der Jurassic Park wird pünktlich öffnen. Und die Welt wird sein, wie sie einst war. Ein Land der Saurier. Ah, sehr schön. Tolle Insel, wirklich. Ah, mega gut, aus. Gut. Du scheinst dich einzuleben. Ich möchte dir Lily Halford vorstellen, unsere Betriebsleiterin hier im Park. Sie bringt dich auf den neuesten Stand. Danke, Dr. Hammond. John, bitte. Oh, gut. Wie Dr. Hammond. Oh, John, der bereits gesagt hat, wollen wir den Jurassic Park so schnell und so sicher wie möglich in Betrieb nehmen. Wir tun hier Dinge, die als unmöglich galten. Es wird also eine Herausforderung. Das Unmögliche möglich machen. Ja, ja, das gefällt mir gut. Sehr coole Insel. Wir müssen die Anlage für die Saurier vorbereiten. Fang mit einem Besucherzentrum an und einem Wissenschaftszentrum. Und denk daran, dass beides mit dem Wegenetz verbunden sein muss.
Oh, und auch mit Energie. Wie ich sehe, ist alles in guten Händen. Weitermachen. Wir geben Ihnen Bescheid. Fantastisch. Einfach fantastisch. Ich kann doch nicht... Oh mein Gott, wie gemein. Ich kann hier noch nicht drauf zugreifen. Das ist ausgegraut. Und hier ist einfach ein Huggel drin. Das ist ja eine Katastrophe. Ich kann ihn nicht beheben. Pech. Kann man eigentlich hier noch an so Gebäuden direkt langzeichnen? Geht gar nicht mehr anscheinend. Oha, okay. Ist ja doof. Das heißt, man kann gar nicht mehr den Weg so direkt da reinballern. Aber ich glaube, das geht auch nur bei diesen Läden. Also bei diesen Infrastrukturgebäuden nicht. Ich glaube, bei so normalen Läden geht das. Da kann man die auch direkt an den Weg dran platzieren. Sieht aber cool aus. Ist echt frech, oder? Das korrigieren wir gleich als allererstes. Das euch. Damit kann ich nämlich nicht leben. So. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Also ganz wie im Film kriegen wir das wahrscheinlich eh nicht hin. Ich hätte ja schon... Also eigentlich geht ja hier die Strecke lang von den Autos, ne? Und gar nicht der Weg. Also von der Jurassic Tour. Wie, das geht auch nicht? Oha. Die Gebäude sind aber frech. Müssen wir mal schauen, dass wir das hinbekommen. So. Mit einer schönen Schwingung. So, ist ungefähr gleich. Oh, ich kann nicht mal auf Abreißen gehen, oder was? Doch. Wieso ist denn hier alles versperrt? Was hat das Gebäude für eine Hitbox? Das ist ja übel nervig. Dann mache ich das anders. Dann mache ich so. Das nochmal weg. Ich kann auch irgendwie entfernen hier nicht drücken, um das Tool hier auszuwählen. Abreißen. Normalerweise geht das immer. Also in diesem Level scheint irgendwie noch ein paar Sachen zu disabled zu sein. Das ist wahrscheinlich das erste Tutorial-Level. Da soll man noch nicht alle Sachen direkt benutzen. Der Jurassic Park hat einen Genetiker. Spitze. Dr. Henry Wu. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen. Sofern das noch nicht geschehen ist. Ich bin bereit anzufangen. Oh, Gott sei Dank. Um die gewünschten Saurier zu bekommen, brauchen wir zuerst eine Brutstätte. Errichte eine, dann können meine Angestellten und ich beginnen. Viel besser. Darauf gönne ich mir erstmal einen Schluck. Jetzt kann ich, glaube ich, alles benutzen, wie ich es gern hätte. Es war nur gerade ein bisschen ausgegraut. Schön pingelig sein. So, wir sollen eine Brutstätte erforschen. Na gut. Infrastruktur. Ach nee, das ist wahrscheinlich woanders, ne? Das ist wahrscheinlich hier. Nee, mit Forschen gibt es hier leider nichts. Aber das ist eigentlich eine gute Kombination an Mitarbeitern, muss man sagen, ne? Einmal Synthese, Extraktion für die Fossilien, Brutvergang fürs Ausbrüten und schnellere Expedition. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch schnellere Forschung. Wenn man so ein Team zusammengestellt hat, ist das schon ziemlich gut, glaube ich. Und dann geht's richtig ab. Die Chaos-Theorie kannst du auch sofort spielen, ja. Ist das auch die Altstätte? Ich denke schon. Also das ist ja hier dieser Wasserfall mit diesem Arrival-Pad. Halt alles ein bisschen weiter weg, ne? Also man... Hätte es eigentlich hier direkt hin platzieren müssen und halt ohne Gebäude und sowas. Einfach hier nur die Landebahn, ein paar Felsen noch rein. Dann würde das schon sehr nah ans Original rankommen. Gut, im Film ist der Wasserfall noch wesentlich höher. Also der ist noch viel, viel höher als so. Aber gut. Man sieht auf jeden Fall, dass es der Film sein soll. Und auch diese Stelle hier, da sieht man das schon. Bei dem Besucherzentrum. So, dann bauen wir das Ding mal hier ein. Das ist halt so quasi das erste Tutorial-Level hier.
Weil hätte man die alle nach Reihenfolge gespielt, dann wären wir als allererstes hier gelandet. Aber ihr hattet ja die freie Wahl. Und ihr habt direkt das Schwerste am Anfang gewählt, was wir bis heute nicht abgeschlossen haben. War ja klar. Ich kann schon wieder nicht entfernen drücken. Immer wenn diese Tutorial-Sachen an sind, kann ich irgendwie nicht die Entferntaste drücken, um in den Abreißmodus zu gehen. Ganz komisch. Geht schon wieder nicht. Dankeschön, Tobi. Herzlich willkommen. Ja, das kennen wir alles. Wir sind doch schon Profis. Velociraptoren. Ja, wir beginnen mit Raptoren. Oha. Ich weiß, dass du eventuell Bedenken hast. Aber John und ich sind uns einig, dass sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören. Du musst ihre Eier mit Hilfe meiner Genomforschung synthetisieren. Und ich möchte natürlich sofort über die Ergebnisse informiert werden. Seht ihr, jetzt haben wir hier nämlich die schnelle Synthese. Brauchen wir nicht mal vorspulen, so schnell geht das. So viele Likes haben wir schon. Danke, Leute. Schreibt mal alle was in den Chat. Gib den ersten Punkte-Bonus. Vielen, vielen Dank für so viele Likes. Und hallo, Asa. Balilu hatte ich schon. Dia Doofmann hatte ich schon. Jenny hatte ich schon. Aber schön, dass ihr alle da seid, Mods. Jetzt geht der Spam wieder los. Die Mods sitzen jetzt so vorm PC. Warum macht er das immer mit uns? Hm? Fehlgeschlagen? Unsere erste Synthese war erfolglos. Welch? Es gibt also eindeutig Raum für Verbesserungen. Aber wir geben nicht auf. Wir werden besser. Ich habe einige Bereiche im Syntheseprozess identifiziert, die weiterer Forschung bedürfen. Finde alles Nötige im Wissenschaftszentrum heraus und melde dich bei mir. Er übersieht mich. Ja, sorry, Abos, habe ich momentan wirklich Probleme mit hinterherzukommen, weil ich immer so viel auf den Chat achte. Aber Dankeschön, falls du abonniert hast. Sollen wir jetzt nochmal neu machen? Ich habe gar nicht zugehört. Chat gelesen. Ah ne, wir sollen erforschen. Verbesserte Synthese. Geht denn das hier? Ach ja, das ist wahrscheinlich dann so ein Upgrade. Kampfzecke, danke. So ein Upgrade, was man anwenden kann auf das Gebäude, gehe ich von aus. Kann man das Spiel ab heute 0 Uhr zocken? Ich glaube nicht. Ich glaube 15 Uhr ist der Europe-Time-Zeitpunkt, oder? Könnte das mal jemand nachgucken im Forum? Ich glaube, da steht das drin. Da musst du bei CET gucken. Central Europe. Europe-Time. Dankeschön, Tobi. Kannst du mal den Indoraptor ausbrüten? Leider noch nicht. Haben wir noch nicht freigeschaltet. Ich weiß auch nicht, wie man den bekommt. Habe ich selber noch nie freigelassen. Aber sobald wir den haben, werde ich es tun. Versprochen. Will ihn ja auch sehen. Wir beginnen mit Raptoren? Sind wir schon soweit? Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Oh. Ich folge der Wissenschaft. Und diese Saurier sind unsere beste Chance auf Erfolg. Da war wieder ein Abo, ich hab's übersehen, sorry. Wir haben so viel gelernt und werden weiterlernen, während wir voranschreiten. Ja, ja, natürlich. Und ich verstehe Ihre Bedenken, Miss Halford. Jeder Saurier birgt ein gewisses Maß an Risiko. Und es ist an uns, das so weit wie möglich abzufangen. Halte mir die Anwälte vom Hals und die Saurier sicher und zufrieden in ihren Gehegen. Und meine ewige Dankbarkeit ist dir sicher. Dr. Hammond, haben wir also Ihre Genehmigung fortzufahren? Ja, mit größtem Vergnügen. Ich glaube, der Pre-Download geht auch nicht auf allen Konsolen bzw. Plattformen. Ich glaube, zum Beispiel beim Epic Games Store geht das auch nicht. Es geht, glaube ich, nur auf Steam am PC. Ich weiß es aber auch nicht sicher, also keine Ahnung. Aber das Spiel ist auch nur 7 GB, glaube ich, groß. Aber es kann auch eine Fake News sein, weil es kommt ja ein Day-One-Patch raus, deswegen keine Ahnung. Aber es ist nicht so übertrieben groß, deswegen, wenn ihr es nicht preloaden könnt, ist es halb so wild. So, machen wir jetzt alle 6? Was stand da? 2 Stück sollen wir machen, okay. Ich hätte ganz gerne welche... Ach, wir machen alle 6, was soll's. Sollen die halben Sachen. Los geht's.
6,6, 8,9. Okay. Ja, der Day-One-Patch wird natürlich auch noch mal ein bisschen Speicherplatz kosten, ne? Aber das ist für so ein krasses Game, was so gut aussieht, echt wenig. Also das Game scheint echt gut optimiert zu sein. Super entspannt, die Mission. Ist ja auch die leichteste von allen. Wie cool das aussieht hier alles. Die Lichteffekte. Schon echt cool, die Insel. Gefällt mir richtig gut. Die Berge sehen mega cool aus im Hintergrund. Kannst du mal den T-Rex zeigen? Müssen wir mal schauen. Der kommt bestimmt in dieser Episode noch. Hätte ich auch gedacht, Asa, das ist echt wenig. Hast du es dir denn schon gekauft, Asa? Kann kaum warten auf morgen. Ja, ich gönne euch das, dass ihr es endlich auch spielen könnt. Es tut mir mal leid, ich kann es hier schon zocken, bin glücklich und ihr sitzt zu Hause und müsst schmachten. Ihr Arm. Na gut, wir haben ja gemeinsam ein bisschen Spaß, ne? Und ab 15 Uhr morgen zockt ihr einfach und guckt dann nebenbei den Stream. Das ist doch ein guter Deal. Dr. Wus Zusicherung wollen wir ein entsprechendes Unterstützungsteam vor Ort haben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin lieber vorsichtig. Wir beginnen mit einem Ranger-Posten. Baue einen im Velociraptoren-Gehege. Errichte dann eine Unterstützungsanlage und weise von dort aus dem Posten eine Ranger-Patrouille zu. Bekommt man irgendwelche Vorteile, wenn man das Spiel vorbestellt? Ich glaube nicht diesmal. Also beim letzten Mal gab es ja diese orangenen Skins, glaube ich, wenn man vorbestellt hat, oder? Aber ich glaube, diesmal habe ich nichts gesehen, dass es da Vorteile gibt. Korrigiert mich gerne im Chat, wenn das Fake News sind. Ich habe mich halt auch nicht mehr so damit auseinandergesetzt, weil ich das Spiel halt schon habe. Und ich habe so oder so vorbestellt gehabt. Skins bekommt man. Oh. Danke für die Info. Auch wieder Skins, okay. Na, gut zu wissen. Ich hoffe, die habe ich dann auch. Weil die brauche ich für meine... Sind das wieder Fahrzeugskins oder sind das Dinosaurier-Skins? Weil die Fahrzeugskins brauche ich für meine Mitmach-Events. 100%. Oh, André Lino, dankeschön. 50 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Junge, du supportest aber momentan auch krass. Crazy. Habe mich heute so auf JP1 gefreut und nun machst du es. Find ich top. Mega Hype und mir jucken die Finger, kann es kaum erwarten. Hier was Nettes von mir. Let's Fetz Smiley mit Sonnenbrille, Bombe, Feuer, Zusammenstoß. Ey, diese vorgelesenen Smileys sind wirklich Gold wert. Das riecht gut. Mit Sonnenbrille, Bombe, Let's Fetz, Zusammenstoß. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Nee, Let's Fetz Smiley gibt es nicht. Aber ist schon witzig. Wo ist denn das Tor hier überhaupt? Ist das hier? Ach, das ist auf der Seite. Erstmal falsch gefahren. Perfekt. Mach mal schnell, was die Raptoren mögen. Ja, dafür müssen wir erstmal in das Gehege fahren und einmal scannen. Ehrenmann André, so sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Alter, wie der driftet. Ist ja übel gut. Ich glaube, mit den Autos kann man richtig abgehen. Oh Gott. Sagt der und kippt um. Perfekt. So, wir scannen ihn einmal so per Hand. Hat der gerade gesagt, Let's Fetz? Der Jeep? What the fuck? Easter Egg. André Easter Egg. Oh, das ist mega gut hier mit dem hohen Gras. Das ist ja richtig wie im Film. Die Tiere müssen sich in ihren Gehegen wohlfühlen. Je weniger sie sich an ihrer Gefangenschaft stören, umso eher werden sie sich erwartungsgemäß verhalten. Das ist besser für Sie und natürlich auch für uns. Überprüfe das Wohlbefinden der Raptoren und bedenke, dass sie sich erst an ihr neues Gehege gewöhnen müssen.
Damit gewöhnen meint er wahrscheinlich, dass die erstmal das Ganze erkunden und das Territorium bilden. Nicht viel Unterhaltung oder gar pädagogischen Wert, wenn die Gäste die Saurier nicht sehen können. Und was ist denn der Sinn, wenn man diese majestätischen Tiere nicht aus der Nähe sehen kann? Wir können Beobachtungsgalerien errichten, dann können die Gäste genau das tun, John. Sie werden beeindruckt sein. Und genau das wollen wir ja. Genau meine Meinung, Lily. Sie werden immer und immer wieder zum Jurassic Park zurückkehren wollen. Wir bieten unbezahlbare Erinnerungen zu einem angemessenen Preis. Ah ja, nun verstehen Sie mich. Ich finde diese Interaktion immer beim Fressen so gut. Die zicken sich immer an, die ganzen Raptoren und so. Aber es machen alle Tiere so ein bisschen. Die streiten sich immer ums Fressen. Sorge dafür, dass die folgenden Saurier von einer Beobachtungsgalerie sichtbar sind. Velociraptor. Hm, ja, kriegen wir hin. Na, dann sollten wir hier das vielleicht einbauen. Und unseren Wald ein bisschen verschieben. Macht vermutlich Sinn. Beziehungsweise wir können ja so ein paar Bäume hier an der Seite lassen, das stört ja nicht. Machen wir hier einfach noch. Ja, so, das ist ganz gut. So. Ja, machen wir es so, dann hat man gute Sicht. Das ist doch schön. Wer trinkt denn Kaffee? Kaffee ist mega. Ich kann ohne Kaffee nicht aufstehen. Wir brauchen aber eine paläomedizinische Anlage, damit kranke oder verletzte Saurier versorgt werden können. Das ist eine gute Idee. Unsere Saurier müssen gesund bleiben. Ich habe aber auch eine gute Kaffeemaschine. Macht das auch Spaß, Kaffee zu trinken. Die habe ich mir auch mit YouTube finanziert. Also vielen Dank an euch. Die Mission hätten wir als allererstes spielen sollen. Die ist ja super entspannt. Danke für die Likes. Oh, wir sind ja schon wieder über 500 Leute. Crazy. Schön, dass ihr alle hier seid. Wisst ihr, wofür es Zeit ist? Habe ich heute noch gar nicht gemacht. Moment. Da ist er doch. Werbung für den Zweitkanal. Checkt ihn ab. Sind heute zwei neue Videos gekommen. Ich benötige mehr genetische Proben, als wir hier im Park zur Verfügung haben. Wir können selbst Expeditionen aussenden, um Fossilien zu sammeln. Aber vor allem musst du ein Expeditionszentrum errichten. Dann können wir DNA aus den im Feld gesammelten neuen Fossilien extrahieren und einen noch vielfältigeren Satz an Saurier-Genomsequenzen zusammenstellen. Das sollte Priorität haben. Punktebonus kommt auch. Das ist voll die gute Idee, Daniel. Nice, das mache ich jetzt. Geht sofort weiter. So, Moment. Ah, der Chat bewegt sich so schnell. Da. Da kommen jetzt jeden Tag zwei Videos, weil der Kanal ist richtig gut bei euch angekommen. Und diese Shortclips machen auch echt Spaß zu produzieren. Da habe ich richtig Freude momentan dran. So, der Skin übrigens hier sieht mega aus. Deswegen habe ich den gerade so genau angeguckt. Habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Ich meine, die Jeeps, die kennen wir ja schon, aber bei der Veterinary Unit, da habe ich das noch nie gesehen. Da, das brauchen wir. Wo machen wir das denn hin? Kann ich hier neben noch platzieren? Versuche einigermaßen gerade zu bauen. Wenn es nicht ganz perfekt passt, ist nicht so schlimm. Das ist dann schon okay. Oh nein. Der Höhenunterschied ist mal wieder hier. Ich hab's nicht gesehen. Danke, Julo. Dachte ich aber auch nie drauf, ey. Muss ich mir echt wieder angewöhnen, darauf zu achten. Na, wenn man überglättet, geht's ja immer. Ist trotzdem nicht schön, wenn es hier so ein bisschen abfällig ist, aber... Es gibt Schlimmeres. Oder? Könnten auch einfach... Warte mal.
Hier ist das, glaube ich, nämlich auch. Wenn wir einfach hier komplett absenken. Hier vorne. Dann fällt das gar nicht mehr auf. Wenn es bei den Gebäuden nicht ist. Ja, so ist das schön. Sorry, wenn ich da ab und zu mega pingelig bin. Strom. Hallo Biri. Na, Old Man. How are you? Der Ludas, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Schöne Grüße an die Lara. Darf leider nicht spenden, aber finde ich mega cool. Dankeschön. Der Kommentar macht mir auch eine Freude. Und auch ein Like. Also genauso gut wie spenden. Auch cooler Heli. Die ganzen Gebäude sehen voll cool aus der Jurassic Park Ära. In diesem Holzstil. Mega cool aus das Gebäude. In dem Stil können wir dann in Prehistoric Kingdom einfach im Dezember alles so nachbauen, weil der Stil gefällt mir richtig gut für so einen Dino-Park. Nice. Dann flyen wir mal los. Triceratops. Schnellere Expedition. Also das mit den Mitarbeitern, da werde ich auf jeden Fall darauf achten, wenn ich da mal einen eigenen Park anfange, dass ich auch so eine gute Mischung mache, so wie hier auf diesem, in diesem Park. Das ist echt cool. Tschüss, Heli. Bring was Schönes mit und flieg durch die Kamera, damit wir das hinkriegen. Oh, jetzt habe ich sie bewegt. Tschüss. Wie groß ist die Map? Oh, das können wir gucken. Moment. Ja, auch nicht so groß, ne? Die Map-Größen haben mich allgemein nicht überzeugt von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber überleg mal, das ist hier nur ein Gehege und das nimmt schon echt viel Platz weg. Ich habe jetzt keine Map gesehen, wo ich dachte, wow. Sie waren alle so, okay, sind ganz in Ordnung von der Größe, aber nicht so mega groß. Wisst ihr, was ich gerade mega entspannt finde an dieser Karte? Dass die Sachen alle so schnell gehen, dass man kaum vorspulen muss. Dadurch kann man echt viel sich so in Realtime angucken. Ist hier übrigens der Raptor-Skin aus dem ersten Film auch. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Cool. Macht ja auch Sinn, ne? Ein bisschen gestalten in der Zeit. Oh, der ist schon wieder da, der Helina. Na gut, dann gehen wir da hin. Schauen mal, was er mitgebracht hat. Dankeschön, Radagast. 25 Euro. Oh, vielen Dank. Ich freue mich sehr darauf auf das S-Spiel. Auf das S-Spiel? Aha, das kenne ich aber nicht. Ich freue mich auch. Beziehungsweise, ich kann es ja schon spielen, aber ich freue mich, wenn ihr es dann auch spielen dürft. Dünn, dünn. Ursache für Dinos, was meinst du damit? Fürs Aussterben? Der Meteorit. Der hat viele Dinos ausgelöscht und dann gab es eine große Dampfwolke. Hat die Sonne von der Erde ferngehalten und dann sind alle Pflanzen abgestorben und dann alle Pflanzenfresser und dann alle Fleischfresser. Das war eine grobe Zusammenfassung. Zumindest ist das, was ich weiß. Da gibt es ja auch andere Theorien. Kannst du mir gerne schicken, solche Ideen, Red Skull, im Discord. Ich habe da schon eine Idee für ein Mitmachprojekt bekommen. Klang sehr cool. Wie geht's dir denn so? Sehr, sehr gut, Daniel. Wie geht's dir denn?
Danke nochmal. Na, du hast auch schon so viel supportet. Das ist echt krass. Ich vergesse immer, dass die Zeit nicht weiterläuft, wenn ich im Menü bin. Jetzt können wir gucken. Entlasse auch einen neuen Pflanzenfresser ins Gehege. Ich möchte diese Tiere im Freien beobachten. Ich meine, so frei, wie wir es gestatten. So, machen wir das mal nebenbei. RPG Hill, ich danke dir. Sollen die jetzt hier in das Gehege? Lost Eli, dankeschön. Ich glaube schon. Bisschen Action, kann ja nicht schaden. Danke, Leute. Hat sich die Hintergrundmusik geändert? Ja, teilweise. Sind auch Lieder aus dem ersten Teil mit drin. Also Songs, nicht Lieder. Sieht schon sehr cool aus. Wie hochauflösend hier auch alles ist. Der Boden und sowas. Man sieht hier wirklich alles. Jeden kleinsten Erdkorn. Bei den Dinos sieht man auch jede Schuppe. Also die sind auch super hochauflösend. Kommt wahrscheinlich auf YouTube gar nicht so schön rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Aber bei YouTube geht leider auch mal ein bisschen Qualität verloren. Wenn man irgendwie streamt oder Videos macht. Gerade wenn man so bei Gräsern ist. Gräser zerstören immer die Bitrate so ein bisschen und dann pixelt es. Aber sieht, glaube ich, trotzdem noch ganz gut aus, auch bei YouTube. Ich hoffe, dass es jetzt kommt. Wir werden es jetzt rausfinden gleich. Müssen wir eben die Eier jetzt ausbrüten. Und dann schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass ich die hier mit reinpacke. Deswegen mache ich mal lieber speichern. Nicht, dass wir gleich alles von vorne machen müssen. Da Wigal, ich danke dir. Rio Tetisch, ich danke dir. Wirst du unsere Parks bewerten? Ja, safe. Safe. Also fleißig bauen, wenn ihr das Spiel habt und einschicken. Da werde ich aber nochmal eine Ankündigung machen, wenn es losgeht. Aber das werde ich definitiv tun. Da freue ich mich auch schon drauf. Weil ich glaube, hier hat man viele Möglichkeiten, coole Parks zu bauen. Gerade weil es jetzt auch mehrere verschiedene Biome gibt. Ich spule mal ein bisschen vor, dass es schneller geht. Oh nee, Leo, ich danke dir. Hashtag lockaktiv, Ehre. Voll die gute Idee übrigens, Daniel. Mit dem Anpin. Sehr, sehr gute Idee. Oh, was haben wir denn hier? Ein Leiden. Da kümmern wir uns mal rum. Und Dekos gibt es auch neue, ja. Das könnten noch ein paar mehr sein, aber vielleicht kommen da ja noch welche mit DLCs und so. Zu viel ist auch nicht gut. Also, man muss da immer so ein gesundes Mittelmaß finden, finde ich. Was ich noch ganz schön finden würde, wäre, wenn man zum Beispiel Felsen auch ineinander platzieren könnte. Wenn da nicht dann irgendwie so ein Abstand gehalten werden müsste. Das wäre ganz cool. Oh Gott, die kämpfen doch gegeneinander. Okay, was hat er? Ups. Kleiner Bruch. Oha. Ey. Komm mal runter. So schlecht kann es dem ja nicht gehen. Was du? Objektdiagnose beendet. Innere Blutung. What? Okay, kleiner Bruch können wir vermutlich so behandeln. Und innere Blutung, da müssen wir wahrscheinlich betäuben. Gehe ich jetzt mal von aus. Das quietscht das Auto, weil es beschädigt ist. Ja, ein schwerer medizinischer Notfall. Oha.
Der verliert auch voll schnell Gesundheit. Der ist schon bei 83, obwohl er gerade erst gekämpft hat. Ja, Raptoren ist immer das Problem. Wenn die ein schlechtes Genom haben, mit Intoleranz, dann gibt es ganz schnell Probleme. Ich glaube, dieser Toleranzwert ist wirklich super wichtig. Was macht der denn da oben? Kann ich ja besser schießen. Okay. Ich muss den nur einmal angucken. Er hatte Angst bekommen und ist umgekippt. Danke, Rolex. Blue, mach's gut. Hallo, Mimi. Leute, ich habe kaum Möglichkeiten, irgendwas auszubrüten. Ich kann jetzt nicht einfach einen T-Rex ausbrüten, weil ich gar nichts erforschen kann hier in diese Richtung. Der ist hier unten. Ich habe gar keine Ausgrabungsstätten, um den überhaupt irgendwie zu bekommen in diesem Park. Aktuell noch nicht. Hi, Leute. Hi, Mika. Hallo, Lego. Hallo, Uwe. Hallo, Exoracer. Fünf war das bei Raptoren, Nadine? Echt? Okay, krass. Bei so vielen Teilbereichen möchte ich sicherstellen, dass wir den Grund für unseren Aufenthalt auf dieser Insel nicht aus den Augen verlieren. Die Saurier. Wir haben sie erschaffen und nun sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. Dies ist unsere Verantwortung und die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass es unseren Sauriern so gut geht wie irgend möglich. Das war ein Fehler. Leute, das war ein Fehler. Die müssen in ein eigenes Gehege. Vielleicht können wir es noch retten. Scheiße. Was sagt mir das denn, Kyler? Ich dachte, wir haben hier ein bisschen Action oder so. Mensch. Oh nein, ey. Bevor ich jetzt was baue... Nee, wir gucken erstmal, ob das überhaupt klappt. Sonst muss ich eh das Spiel neu laden. Schnell weg, bevor die Raptoren die töten. Weil Fleischfresser töten gerne Dinosaurier, die betäubt sind. Wo ist der Heli? Betäub ihn. Oh nein, ey. Oh, der schläft zum Glück. Oh mein Gott. Ich glaube, das klappt alles. Sieht gut aus. Dann können wir jetzt mal eben hier rübergehen und das Gehege schnell bauen. Dr. Wu und Dr. Hammond wollen, dass wir die Artenvielfalt im Park erhöhen und dann ein Fahrgeschäft bauen, von dem aus man die Tiere sehen kann. Es soll etwas Beeindruckendes sein. Das kriegen wir hin. Okay, dann haben wir da schon mal einen Gehegegrundriss, das ist gut. Produkttransport im Gange. Transport hat begonnen. Ja, kein Strom ist unser geringstes Problem. Voll schief. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ist aber krass, dass wir diese Komfortmission geschafft haben, obwohl die ganz kurz nur im Raptor-Gehege waren, die Triceratopse. Aber wir haben jetzt alles richtig gemacht. Wir müssen jetzt mal eben einen Scan machen. Moin, World of Spiele. Jenny, ich wünsche dir einen guten Hunger.
guck mal, Andres Donation steht immer noch da. Das ist krass. Helender Grasfaser. Nee, Faserstoff, nicht Grasfaser. Das lässt sich ändern. Bald braucht er, glaube ich, auch ein bisschen. So. Dankeschön, Jörn. Herzlich willkommen. Warten wir mal schnell den Scan ab. Der ist jetzt nur bei 80%. Ich glaube, der braucht noch mehr Wald. Was macht denn der Jeep da? Zufrieden, 100%. Haben wir sogar vorm Scan hinbekommen. Wunderschön. Haben wir das gerade nochmal gerettet hier, das Ganze? Finde ich auch, Nadine. Das finde ich auch. 50 Euro ist mega krass, ja. Das steht da zurecht so lange. Na, vielen, vielen Dank nochmal, André. Okay, jetzt können wir selber so Spezies raussuchen, wie es aussieht. Ach komm, ey. Ey Leute, ich sag's euch, das war der größte Fehler, so viele Raptoren zu machen. Die werden nur Ärger machen. Die ganze Zeit. Wir haben den einen nicht mal raus aus dem Krankenhaus, da sind die schon wieder verletzt. Raptoren sind wirklich anstrengende Biester, ey. Machen wir erstmal Strutiumimus. Wir können auch mal kurz unsere Mitarbeiter ausruhen lassen. Oh, das geht gar nicht. Oha. Wir brauchen noch so ein Personalzentrum dann. Dann können wir die auch ausruhen lassen. Aber sonst sabotieren die uns noch den Park. Das wäre nicht so schön. Aber bis jetzt sieht der Park ganz ordentlich aus, so, ne? Muss man sagen. Haben wir uns echt Mühe gegeben. Ich baue hier übrigens noch ein zusätzliches Tor ein. Es nervt ein bisschen, dass der immer so einen Umweg fahren muss, der Wagen. Dauert halt viel länger. Hast du Lust auf The Isle? Ja, wenn ein gutes Update rauskommt, schon. Ansonsten, ich habe JW2. Ich bin eigentlich, was Games angeht, momentan ganz glücklich. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich den richtigen ausgewählt habe. 338.888 Likes. Wow, danke. Mit Sicherheit. Lass bitte ein Strutio zu den Raptoren nähen. Innere Blutung. Was passiert denn hier überhaupt schon wieder? Gern den Raptor anklicken. Ich hätte halt echt nur zwei machen sollen von den Raptoren, nicht sechs. Ich kann den Raptor irgendwie nicht anklicken. Jetzt. Generschütterung. Bewirkt das Saurier über weniger Energie verfügen und häufiger schlafen. Muss ich auch in die Anlage bringen. Och, nee, ey. Wie anstrengend. Oh, ich bin jetzt nur mit Medizin beschäftigt, gefühlt. Naja, so ist das. Wir können auch nochmal eben ein Expeditionsteam losschicken. Ich glaube, wir sollten erstmal ausruhen lassen, unsere Mitarbeiter. Moment. Also ein Personalzentrum. Kriegen wir das hier noch hin? Nee. Dann kommt das einfach hier hin. So. Ja, das stimmt, Kire. Jurassic Park hat seine eigenen Dino-Designs. Auch gerade beim Dilo und so siehst du das.
In echt war der Dino halt nicht so. Aber ich finde das auch okay. Ich mag die Jurassic Park Dinos. Es ergibt ja auch irgendwo Sinn, ne? Ich meine, da wurde ja auch andere DNA mit reingekreuzt. Dann kann es ja auch gerne so sein, dass die anders aussehen, finde ich. Das ist dann schon völlig in Ordnung. Die wurden ja auch extra so ein bisschen modifiziert, dass die anziehender sind für die Gäste. Also noch mit gefährlicheren Eigenschaften. Mehr Zähne, mehr Krallen und sowas. Das sieht auch echt cool aus, das Gebäude. So, einmal ausruhen. Die beiden. So, was ist jetzt hier los? Ihr müsst jetzt beide ins Krankenhaus. Ach, kann ich gerade gar nicht, weil meine Mitarbeiter ausruhen. Ja, perfekt. Kann man eigentlich noch ein zweites Medical House bauen? Das werde ich definitiv brauchen bei diesen Raptoren. Erkus, ich danke dir. Willkommen. Bisschen Crab Dance Music. Oh, sehr gut. Das war doch schon mal echt gut. Können wir den Studio freilassen? Den können wir eigentlich zu den Triceratopsen packen, würde ich sagen. Aber unsere Mitarbeiter ruhen noch aus, deswegen können wir es noch nicht machen. Ah, müssen wir mal kurz abwarten. Das Ausruhen dauert irgendwie länger als alles andere. Ich hoffe, die Raptoren sterben in der Zeit nicht. Den müssen wir zuerst behandeln. Der andere hat 100% Gesundheit. Der hat ja auch nur die Gehirnerschütterung. Der hier mit inneren Blutungen, der geht halt wirklich drauf, wenn wir es nicht schnell genug machen. Ganz gefährlich. Danke für so viele Likes, Leute. Punktebonus machen wir gleich nochmal irgendwann. Bei 500 Likes machen wir nochmal einen größeren Punktebonus. Das ist doch ein Deal, oder? So, jetzt aber. Mitarbeiter ausgeruht. Das heißt, Aufgabe starten. Den anderen Mitarbeiter müssen wir auch nochmal ausruhen lassen. Und dann die Fossilien hier. Wir sind gut dabei. Es läuft alles. Guck mal, das andere Ding ist auch schon fertig. Das ist ja perfekt. Aber wir haben keinen Mitarbeiter dafür mehr. Wir müssen noch irgendwen einstellen. Wo, wir können den schon mal hintransportieren. Das geht. Steht hier auch. Dann ist er schon mal da und dann können wir im Nachhinein einen Mitarbeiter dahin schicken. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann haben wir den schon mal aus dem Gehege raus und der ist dann schon ready und wartet eigentlich nur noch auf den Mitarbeiter. Ich könnte mich jetzt nämlich nochmal einen hinzufügen, würde ich sagen. Am besten so ein Durchschnittsmitarbeiter, der alles kann, so ein bisschen. Würde ich fast sagen. Erhöht alle Fähigkeiten um 1 und richtig gute Durchschnittswerte. Dann nehmen wir Tempest Wellaward. Eingestellt. Ich hoffe, du machst gute Arbeit. Ich glaube, ich muss jetzt aber warten, bis der da ist, um dann dort das Ganze zuzuweisen. Können wir in der Zeit mal hier reingehen. Und den Studio Mimos soweit vorbereiten. Das kann sie dann ja mal eben machen in der Zeit. Die anderen sind gerade beschäftigt. Spielst du irgendwann nochmal Ark? Ja, gerne, gerne. Bei mir ist Ark tatsächlich immer so ein Phasenspiel. Da habe ich mal wieder richtig Lust und dann wieder gar nicht. Und aktuell habe ich halt JW2. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Wir machen mal 5. Ja, doch, komm, 5. Was soll's. Alle 7 will ich jetzt nicht machen. Ciao, Glenn. Mach's gut. Wann spielst du wieder The Isle? Das weiß ich nicht. Wann kommt ein guter Patch? Ich glaube, über JW2 geht gerade gar nichts. Nee. Ist auch verständlich, Valido. Du kannst JWE2 auch schon für 40 Euro kriegen in der Deluxe-Variante. Auf bestimmten Key-Seiten. Das geht. Wobei das gestern der Ausverkauf war auf Instant Gaming. Zustellung wurde abgeschlossen.
Aber du kannst auch bei MMOGA gucken zum Beispiel. Seht ihr, jetzt können wir nämlich hier einen Wissenschaftler zuweisen. Dann nehmen wir dann mal hier unsere Missis. Die reicht leider nicht aus. Machen wir zwei da rein. Und unsere Stylto-Mimos kommen jetzt auch. Die Helis warten hier schon. Die stehen schon Schlange. Wir hätten auch sogar Dilos machen können, sehe ich gerade. Pachyrhinosaurus. Oh mein Gott, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den machen wir. Safe. Brauchen wir aber mehr. Dann lassen wir den Para außen vor. Ich will den Pachyrhino sehen. Cool. Den habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Wisst ihr, was ich auch ein bisschen komisch immer finde? Man gewöhnt sich halt so daran, wenn man was transportieren will, hier neben mir, dieses, da ist es, das Symbol da zu klicken. Das ist halt dieser neue Transport-Tab. Wartet mal, geh mal zur Seite. Warte, nee, die Seite. Da steht's. Transport. Irgendwann, also das ist erstmal ungewohnt, da gewöhnt man sich aber dran, aber dann will man das immer hier machen und hier geht das nicht. Hier muss man immer explizit auf das Gebäude klicken und dann hier transportieren. Das könnten die auf jeden Fall noch ändern, weil das ärgert einen immer so ein bisschen, muss ich sagen. Es war auch nur eine Kleinigkeit, aber ich denke mir jedes Mal so, warum ist das so? Das passt irgendwie nicht. Produkt transportiert. So, der nächste ist auch fertig. Ja, wenn die nochmal Faxen machen, dann werden wir ein paar verkaufen von den Raptoren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mich die ganze Zeit mit den Raptoren rumzuschlagen, weil die sich die ganze Zeit prügeln und dann jedes Mal sich verletzen. Dann lassen wir einfach nur noch zwei, drei Stück da und dann passt es eigentlich. Müssen wir da echt drei Mitarbeiter hinschicken? Ist ja mega viel. Ja, macht nichts. Alles für den Pachyrhino. Produkt wird transportiert. Wir müssen auch noch eine Parktour bauen. Produkt können wir auch mal in der Zeit tun. Wie geht denn das? Müsste das nicht hier sein, Attraktion? Ach, die müssen wir auch erst erforschen. Oh. Okay, das macht natürlich Sinn. Ja, wir haben aktuell nicht genug Mitarbeiter. Wir müssen noch einen einstellen. Es geht nicht anders. Wir haben einfach zu viele Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Der ist gut. Den nehmen wir. Dann können wir es hoffentlich erforschen. Yes. Funktioniert. Let's go. Ja, ich habe jetzt zwei Krankenlager angelegt. Da und da. Ich habe gerade beide gleichzeitig behandelt. Ist auch das erste Mal, dass ich es gemacht habe, aber das funktioniert alles zum Glück. Ich hasse diese Stromgeneratoren. Warum kommt denn hier so wenig Strom an? Ach, das ist Treibstoff von dem Gebäude. Ah, macht Sinn. Ich dachte, das wäre Strom. So, jetzt haben wir uns darum gekümmert. Okay, das ist nur Regen, hoffentlich. Kein Sturm. Liebe Raptoren, ich bitte euch, dass ihr euch nicht mehr fetzt. Aber es sieht schon wieder so aus, als wenn die sich jetzt fetzen. Guck mal, der hat schon Narben. Das geht nicht ab, ey.
können ja mittlerweile auch Narben haben, die Dinos. Irgendwo steht das auch mit den Narben. Da, hier. Narben 2. Die bleiben dann auch für immer. Finde ich auch ziemlich cool. Verdient dann die eigentlich noch Geld? Wie meinst du das? Meinst du Real Life oder im Spiel? Er trifft halt schon wieder ein schlafendes Target nicht. Unglaublich. Oh, da ist er, der Paririno. Wie cool, den hatte ich schon ganz vergessen und nicht mehr auf dem Schirm, dass es den gibt in dem Spiel. Mega. Den gab es ja im ersten Teil auch nicht, nur als Mod. Hier fliegt die ganze Zeit so eine... Ich weiß gar nicht, ob man das sieht auf der Cam. Wahrscheinlich nicht. So eine Mini-Fliege rum, so eine Eintagsfliege. Immer vor meinem Gesicht. Frech. Ich habe, glaube ich, jetzt den falschen genommen, ne? Ich habe auch einen mit Extraktionstempo. Ey, der trifft ihn halt nicht. What? Alles muss man selber machen. Meine Güte. So, tut mir leid, Raptor, du wirst nicht behandelt. Aber ich muss den jetzt doch erst behandeln. Oha. Ich kann den nicht verkaufen anscheinend. Oh nein. Wie anstrengend. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich um diese ganzen Raptoren die ganze Zeit kümmern. Das ist ja übel nervig. Na gut, dann ist es so. Es gibt Schlimmeres. Paktu, hatte ich die jetzt schon erforscht? Ja. Okay, wo fangen wir denn damit an, ist die Frage. Ich würde natürlich schon gerne hier vorne langfahren, aber eigentlich habe ich hier schon den Weg. Deswegen passt das da eigentlich gar nicht mehr hin. Ich glaube, ich fange einfach hier in der Mitte an, zwischen unseren beiden Gehegen. Dankeschön, Anzika. Für den Paririno mache ich, glaube ich, gleich nochmal ein eigenes Gehege. Da schauen wir dann gleich mal, wo wir die Tour lang führen. Lassen wir es erstmal so. Okay, dann müssen wir jetzt einmal hier mit dem MVU dahin. Den einmal scannen. Und dann müssen wir den wieder behandeln. Zum 10. Mal. Machen den Strutio zu den Raptoren. Die machen schon genug Ärger. Sowas können wir später machen. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass das hier alles in den Griff kommt. Wenn wir jetzt zu viele Faxen machen, endet dieser Park so wie der andere, den wir nicht geschafft haben. Dankeschön, Lucky. Also wir müssen halt das echt ein bisschen serious nehmen. Mal gucken, was der Raptor hat. Der muss ja irgendwas Leichtes haben, was direkt behandelt werden kann. Fleischfunde, okay. Schön, dass mich hier die anderen Raptoren in der Zeit malträtieren. Die machen es mir echt nicht leicht. Das ist ganz schön frech. Sperr die Raptoren in kleine Käfige. Nee, nee, nee. Abkratzer, ich danke dir fürs Zuschauen und danke für die netten Worte. Morgen ist es soweit, dann könnt ihr alle spielen. Mach doch 2 Gehege draus, schreibt Valilu. Ja, das wäre klug, ich bin aber faul. Habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht. Das ist, warum kehrt er jetzt zurück? Muss das nicht behandelt werden? Hä? Jetzt muss ich den doch zustellen? Okay, das heißt, man muss die immer erst scannen. Oh, dann hätte ich ihn auch betäubt lassen können. So Mist. Ja gut. Nehmen wir es, wie es kommt. Es nützt ja nichts. Dü-düt.
Mission ist doch gar nicht so einfach, ne? Man muss hier schon einiges leisten. Wir können schon mal in der Zeit das nächste Gehege bauen. Ich glaube, ich mache einfach mal so ein längliches Gehege dann hier so. Also, sind beide connected einfach. Ist mal was anderes. Das wäre schon sehr groß, glaube ich, aber das macht ja nichts. Dennis, ich danke dir. Können das hier einfach hier so ranbauen. Machen wir mal so. So geht das nicht. Zu nah an einem Saurier. Och. Immer das gleiche mit euch. Müsst ihr jetzt hier sein, wenn ich hier baue? Wollen die ausbrüchsen? Oder warum gucken die den Zaun so an? Ich sehe die schon darüber klettern. Hey, so nah sind die doch gar nicht, die Dinos. Die kommen alle jetzt hier in die Ecke. Wollt ihr mich verarschen? Sag's euch, die Raptoren, die haben mich richtig auf dem Kieker. Die mobben mich. Cybermobbing nennt sich das. So. Haben wir jetzt das Genom schon? Ich glaube schon. Yay, Paririno, wie cool. Das heißt, wir können den machen. Schnelle Synthese. Und los geht's. Pachyrhinosaurus. Ach, das ist da. Moment. Fahren wir halt mal ein Stück noch raus, das macht ja nichts. Das ist eine ganz schöne Tour. Was mit Kaffee? Dankeschön, Red Skull. Für 2 Euro. In welchen Textchat sollen Ideen für Minigames? Oh, schick's mir am besten privat bei Discord. Einfach eine DM schicken. Das ist am leichtesten. Dann kann manchmal ein bisschen dauern, bis ich antworte, aber irgendwann antworte ich. Weil ich habe bei Discord noch ein paar Nachrichten offen. Kommt immer nicht ganz so hinterher. Es tut mir auch echt leid. Einfach geduldig sein. Irgendwann antworte ich. Und bis die Mitmachprojekte kommen, ist ja noch ein bisschen Zeit. Die werden ja nicht direkt am Anfang kommen. Werden erstmal Parkbauprojekte und so anfangen, denke ich. Dann mal schauen. Parks bewerten werde ich auch relativ früh anfangen. Weil da seid ihr sicherlich gehypt drauf, wenn ihr eure Parks gebaut habt und ich die dann mir angucke. Ich freue mich da auch schon drauf. Ist auch lange her mit bewerten. Verlost du das Spiel nochmal? Ich muss gucken. Kann ich nur nicht sicher sagen. Vielleicht morgen. Lasst euch überraschen. Oh, es geht los mit der Tour. Cool. Nachtsichtkamera oder so gibt's hier gar nicht mehr. Anscheinend. Ich schwöre euch, dieser Park ist Betrug. Ich sehe keine Dinos. Wow, ich will mein Geld zurück. So. Ach, Jenny, ich danke dir. Ach, du brauchst doch nicht für Spenden. Schreib mir im Discord einfach. Mensch. Jenny, vielen Dank. Tut mir leid. Dann versuche ich es eben so. Wir müssen mal die Befehle für den Boot überarbeiten. Lächelnder Smiley mit lächelnden Augen. Smiley mit Freudentränen. Oh, dankeschön. Ja, machen wir. Lass uns einfach mal einen Discord zusammensetzen, einen Channel oder so. Ist am leichtesten. Können wir gerne tun. Wenn du da gute Ideen hast, dann kriegen wir das schon hin.
Aber schreib mir nächstes Mal einfach im Discord. Brauchst du nicht dein Geld für ausgeben, um mir sowas mitzuteilen. Ey, die haben sich nicht schon wieder verletzt, oder? Oder wäre es hier... Hier ist doch schon wieder so ein Knochenbruch. Oder ist das noch, weil der noch nicht fertig behandelt ist? Wahrscheinlich, okay. Na, daran wird's liegen. Hauptsache erstmal immer meckern, das ist wichtig. Ich kann aber auch gerade das Ding nicht weitermachen, weil die Mitarbeiter fehlen. Wir müssen darauf warten. Ja, ist echt so. Riesen Dinosaurier. Schneller Brutvorgang und generalistisch mache ich mal. Okay. Jetzt kann auch wieder Mr. Raptor zurück. Oh, schon wieder der Fehler. Ich will es jedes Mal so machen. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Jetzt fangen die auch an. Alter, was ist das für ein Killerpark hier? Wo die eigenen Dinos sich alle die Köpfe einhauen. Junge, ey. Beide verletzt. Oh, durch. Mann, ey. Ich bin nur mit den Dinos beschäftigt. Wie unzufrieden kann man denn sein, dass man sich immer prügeln muss? Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Ich mache ihm mal kurz eine kleine Schneise rein, damit der Jeep dann später auch einen leichteren Weg hierhin hat in das Gehege. Weil es sieht dann nicht ganz so gut aus, weil es eigentlich ganz cool war mit den Walter, aber man muss dann auch mal an den Zweck denken. Oder hier nämlich schön durchdüsen. Macht doch San Diego. Nein, es läuft doch noch gut. Das gehört halt dazu. Ich habe ja schon sogar zwei Medizin. Zentren. Ich glaube, ich muss gleich noch ein drittes aufmachen, wenn das so weitergeht. Bin ich nur damit beschäftigt, dass die Dinos zu behandeln. Und die haben dann irgendwann 100 Narben oder sowas. Giona, findest du? Ich habe das Spiel eigentlich relativ chillig gespielt. Ich stream halt nur jeden Tag. Die anderen YouTuber haben ja schon komplett alles durchgefühlt, schon alle Animationen und so aufgenommen und sowas. Das will ich mir auch gar nicht angucken, die Videos, weil ich ehrlich gesagt die Animation, also so ein paar zu sehen bei YouTube ist schon cool, die man super selten sieht, aber sich so mal alles angucken, Ich finde das immer cooler, wenn man es nach und nach sieht. Wobei, vielleicht gucke ich da doch mal rein, bin schon interessiert. Die Animationen sind schon cool. Schwer zu sagen. Aber ich glaube, andere YouTuber haben schon viel, viel mehr gesuchtet als ich. Ich habe doch noch gar nicht so viele Stunden. Guck mal nach. Moment. 35 Stunden, ja komm. So, was ist denn jetzt hier schon los? Kleiner Bruch. Hoffentlich hast du auch was Leichtes. Beschädigter Zahn, oha. Habe ich auch noch nicht gehabt. Es gibt hier echt viel Variation. Warum ist hier der Strom alle? So. Per Airlift. Wir sind nur Augenblicke von der Eröffnung des Parks entfernt. Und jetzt höre ich, dass wir kranke Saurier haben. Ich möchte Zusicherungen. Wir arbeiten bereits daran, Dr. Hammond. Jetzt gerade senden wir eine mobile Veterinäreinheit von der paläomedizinischen Einrichtung aus. Nicht wahr, Lilly? Ja, natürlich. Sie kümmern sich um die Diagnose und wir entwickeln ein Heilmittel für den Triceratops. Perfekt. Triceratops. Wir haben einen Plan. Damit ist alles vollständig unter Kontrolle. Das ist noch nicht einmal ein kleiner Rückschlag. In Anbetracht all der Steine, die uns bei der Umsetzung des Jurassic Park in den Weg gelegt wurden, bin ich geneigt zuzustimmen. Was immer nötig ist, sorgen Sie dafür. Und Henry, informieren Sie mich, sobald das erledigt ist. Verstanden. Lilly, machen Sie weiter. Danke. Wie Dr. Wu bereits sagte, ist alles unter Kontrolle. Natürlich, ich bin ja auch Chef. Alles easy.
Wie heißt du auf Discord? Wenn ich online bin, siehst du mich. Dann stehe ich ganz oben rechts. Dandiman heiße ich da. Bin aber, wenn ich streame, habe ich Discord aus. Deswegen geht's nicht. Gute Besserung an denjenigen, der erkältet ist, wollte ich sagen. Ich habe es vorhin gelesen, aber ich wollte nicht dazwischen reden. Fabian war's. Gute Besserung. So. Schauen wir uns mal den Paririno an. Da haben wir ihn. Was hat er denn für einen Skin? Das sieht aus wie so ein Alien, so wie das leuchtet. Ganz komische Farbe. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Sieht schon hart unnatürlich aus, oder? Das Lila. Ehrlich gesagt, jetzt nicht so meins. Dankeschön, Party Toni. Sehr lieb von dir. Prime Evil. Oh, mal gucken, ob ich mir aktuell neue Games angucken will. Ich glaube eher nicht. Zum Beispiel Delay Designer und Tellurious haben 2 Folgen gemacht. Ja, das sind aber auch keine JWE-YouTuber, richtig. Also die richtigen JWE-YouTuber, die haben schon geballert ohne Ende. Und da würde ich mich auch zuzählen. Also JWE ist definitiv mein Main-Game vom Channel. Das war es auch schon seit Ewigkeiten. Und deswegen werde ich natürlich auch jeden Tag weiterspielen. Einfach, weil ich auch Bock habe. Schadet ja auch nichts. Ihr habt Bock, ich hab Bock. Win-Win-Situation. Wenn ich das so viel ist, dann müsst ihr es ja einfach nicht gucken. Also das ist ja relativ simpel. Ich kann das auch voll nachvollziehen, wenn man sich nicht so spoilern lassen will und sowas. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Oh, süß. Aber ich mag das Lila nicht. Das gefällt mir nicht. Der Dino an sich ist cool. Gerade auch hier diese Hörner, die so seitlich weggehen, finde ich nice. Aber das Lila, ne. Das muss nicht sein. Wenn ich den nochmal mache, dann nicht mit diesem komischen Farbakzent. Alien, danke dir. So, wir müssen jetzt auch mal eben hier noch einen Ranger-Post hinstellen. Die schnuckeln. So sieht's aus. Das freut mich, Party Toni. Ich fand's auch gut. Es macht immer Spaß, neue Sachen auszuprobieren mit neuen Animationen. Weil ich weiß ja auch nicht, was mich erwartet. Ich finde die hübsch auch in Lila. Okay. Ist Geschmackssache. Oh, Hannes, ey. Die Weibchen haben sich zu viel geschminkt, wie immer. Lass das nicht die Frauen hören. Da gibt's wieder Ärger. Oh, Jenny. Du machst doch schon so viel für mich. Du brauchst ja nicht auch noch spenden. Da fühle ich mich ja schlecht. Eigentlich müsste ich dir was spenden. Black Diamond, ich danke dir. Ist aber süß von dir, danke. Das ist jetzt einfach so, schon lange nichts mehr gespendet, lächelnder Smiley mit lächelnden Augen, 2 Herzen. Oder endlich den Jurassic Park, das ist echt eine Süße. Publikum zu eröffnen. Ein Traum wird wahr. Gut gemacht, John. Eine Hommage an uns alle und an die Kraft der Träume. Und an die anhaltende Faszination der Öffentlichkeit für diese erstaunlichen Tiere. Hoffentlich für immer. Wahre Worte, Miss Halford. Und nun möchte ich das Einzige sehen, was noch interessanter ist als die Saurier. Und was wäre das? Menschen, die zum ersten Mal einen Saurier sehen. Ich wusste, dass hier was passiert. Dass der sich hier schon so aggressiv hinstellt, ne? Das konnte nichts Gutes heißen. Hier wird schon wieder geprügelt, ey. Welche Spezies prügelt sich denn hier nicht, ey? Holy fuck. Alter, wie übel. Die hauen sich ja richtig kaputt. Alter.
Junge, beruhigt euch. Das ist wirklich eine Katastrophe hier in dem Park. Den kann ich doch nicht eröffnen, diesen Mordpark. So, Leute, die Nachricht wurde wieder geblockt. Gibt's doch nicht. Warte, ich kopiere es für euch. Wenn ich denn hinterherkomme hier. Ah! Es springt die ganze Zeit weg. Hier, das war das Ergebnis vom Bankraub. Dankeschön, Radagast, für 5 Euro. Moment. Ich muss es splitten in 2 Nachrichten. Bist du sehr zufrieden mit dem Spiel? Du hast Glück, dass du Urlaub hast. Und das ist das Ergebnis. Dir gut, das freut mich sehr. Ich bin mega zufrieden, Radagast. Nochmal Dankeschön für 5 Euro. Besser geht's gar nicht. Also ich sag's dir, das Spiel ist neu rausgekommen. Ich habe 2 Wochen Urlaub. Ihr braucht gar nicht mehr fragen, wie es mir geht. Würde ich mal meinen. Ich bin wirklich happy momentan. Es macht so viel Spaß. Absolut keine Langeweile. Immer was zu tun. Ich habe auch momentan wieder richtig Bock, mit euch zu streamen. So, wir öffnen den Park. Oh, und ein Eis essen. Na los, das geht auf mich. Gerne. Willkommen im Jurassic Park. Hier wäre wahrscheinlich jetzt epische Musik, aber dadurch, dass ich YouTube-Musik ausgemacht habe, kommt die nicht. Oh, Hotels. Schutzräume. Toiletten. Bislang war der Jurassic Park ein fast vollständiger Erfolg. Dennoch wollen wir den Komfort unserer Gäste noch erhöhen, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass eine Toilette in der Nähe ist, wenn sie der Ruf der Natur ereilt. Schutzräume werden relevant, falls, und das ist ein großes Falls, Tiere ihren Gehegen entschlüpfen. Und je näher unsere Hotels den Sauriern sind, umso eher werden die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Und das wollen wir auf jeden Fall. Also meine Dinosaurier, die werden alle Gäste töten. Alle. So aggressiv, wie die sind. Fleischwunde, das war Krankenhausfall, oder? Wo ist jetzt? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, weil ich gleichzeitig irgendwas geklickt habe. Game ist gecrashed. Oh nein. Ich habe nämlich gerade da was angeklickt und dann kam das. Ach, zum ersten Mal oder so. Oder zweiten Mal? Ich weiß es nicht. Ach, shit. Ich hoffe, wir haben gespeichert. Piep. Dankeschön für die ganzen Likes. Gib einen Punktebonus. Schreib mal was in den Chat. Einmal die Mods ärgern. Aber nur kurz. Nur einmal was schreiben. Mehr nicht. Damit zu Dino-Figuren. Aber die sind wunderschön hier. Den habe ich mal zu Geburtstag bekommen von ein paar von euch. Mein Lieblingsdino. Kann man den erkennen? Steht immer neben mir. Schon eingestaubt. Muss ich mal wieder sauber machen. PC ist auch schon wieder eingestaubt. Selbst dann die ärgert die Mods. Ist so. Ich habe auch direkt die Karma-Schelle bekommen. Game gecrashed. Ja, 2 Minuten. Alles okay. Gute Besserung an alle, die krank sind. Ja, der Bot ist irgendwie momentan, da muss ich wieder dran arbeiten. Aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden. Weil der Bot kriegt das mit dem Spiel nicht mehr richtig hin und so. Aber ich wollte sowieso mal mit Asa coolere Spiele in den Chat machen, damit ihr ein bisschen was Besseres spielen könnt. Also mal gucken. Oh, hier ist ja fast gar nichts verloren gegangen. Nur der Anfang hier. Bislang war der Jurassic Park ein fast vollständiger Erfolg. Dennoch wollen wir den Komfort unserer Gäste noch erhöhen, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass eine Toilette in der Nähe ist, wenn sie der Ruf der Natur ereilt. Schutzräume werden relevant, falls, und das ist ein großes Falls, Tiere ihren Gehegen entschlüpfen. Und je näher unsere Hotels den Sauriern sind, umso eher werden die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Und das wollen wir auf jeden Fall. Mach ich mal ein Hotel. Biri, ich danke dir. Vielen Dank. So. Nu will ich auch mal und mach den ganz großen Wurf.
Viri, danke dir. Den ganz großen Wurf. Oha. So, Fleischwunde, da haben wir stehen geblieben. Ihr bringt mich gerade ganz aus dem Konzept. Nicht nur das Game crasht und ihr macht mich auch schon verrückt. Bei den ganzen Spenden. Das sind die ganzen Kratzer hier, ne? Ich glaube, die bleiben dann auch immer, diese Narben. Ja, der muss aber in so eine Anlage. Ach Gott, Mann, ey. Mal jemand mitgezählt, wie viele Dinos ich schon behandeln musste und in diese komische Anlage bringen musste? Das ist doch nicht mehr normal. Kannst du erzählen, was du willst. Alle sind so anstrengend. Auch pflegeleichte Dinos. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Bunker. So, gucken wir mal, wie gut das gleich ist. Raptor machen auch wieder Faxen. Die haben schon gekämpft, Seba, auch um die Vorherrschaft oder so, aber die haben sich halt nicht verletzt. Dieses ganze System war halt dann noch nicht so ausgereift. Ich finde das auch cool, ehrlich gesagt. Also das ist halt tatsächlich das Problem. Das kann man halt auch verhindern, indem man einfach das Genom vernünftig macht. Ich habe halt jetzt die Dinos genommen und direkt mit so einem Low-Genom ausgebrütet. Hier zum Beispiel 54%. Da kann halt nur Mist bei rumkommen. Ich müsste halt hier noch ein bisschen mehr sammeln und dann auch noch ein bisschen mehr forschen und dann kann ich halt hier Modifikationen vornehmen, zum Beispiel hier beim Sozialen. Kann die, wo haben wir es denn? Sozialer machen und toleranter machen, weil ihr seht ja hier, die sind halt zu 75% intolerant, wenn ich die so ausbrüte. Und dann kämpfen die. Dann sind die schnell zickig, dann hauen sich die Köpfe ein. Und ja, das ist halt das Problem, weil ich halt so gefährliche Dinos ausbrüte, wenn sie noch nicht gut erforscht sind. Da bin ich halt irgendwo auch selber schuld. Aber wir wollen ja auch vorankommen. Ne? Da muss man dann mitleben. Gyros Fern haben wir nicht. Hallo Olodrie, schön, dass du da bist. Großes Hotel verfügbar. Wann haben wir das denn erforscht? Gar nicht. Erforschen wir jetzt, weil ich das noch nie gesehen habe. Let's go. 500.000. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich will das mal sehen. Aber ich glaube, wir haben keine guten Mitarbeiter dafür. Das wird niemals ausreichen. Ne. Okay, das wird nix. Dann müssen wir erstmal die Mitarbeiter schulen. Wieso ist denn meine Unterkunftbewertung so schlecht? Ach, die Hotels, die bauen noch. Beziehungsweise das eine Hotel. Ich glaube, ich baue dann noch eins hier vorne irgendwo hin. Ich glaube, hier mache ich das noch hin. Schutzraumversorgung ist noch nicht ganz perfekt. Da bräuchten wir noch einen. Müssen wir mal eben gucken, wo es rot angezeigt wird. Eigentlich ist doch alles gut. Alles grün, bis auf hier vorne. Mach ich hier einen Schutzraum hin. Ich denke mal, hier ist es auch rot, weil hier so ein Hotspot ist von vielen Menschen. Gehe ich von aus, weil hier halt viele Leute in diese Attraktion reingehen. Der Boden hier ist schon wieder horrible. Das werde ich auch nicht mehr retten können. Egal, da ist es so. Wir gucken einfach von oben, dann sieht man es nicht. Am Anfang habe ich noch so sauber gearbeitet und jetzt passiert wieder sowas. Es könnte schon ausreichen, wenn wir hier das Hotel fertig haben. Dankeschön, André. Herzlich willkommen. Okay, jetzt geht's an die Einrichtung. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gäste gut versorgt werden. Lass uns einige Annehmlichkeiten bauen. Wenn der Appetit unserer Gäste nicht gestillt wird, gibt es auch weniger Appetit auf Saurier. Was zählt denn als Gästeattraktion? Zählt das hier schon? So eine Beobachtungsgalerie? Wollte ich nämlich sowieso eigentlich noch einbauen.
passt dann eigentlich ganz gut. Also ich muss wirklich sagen, dieses Wege einrasten und Zäune einrasten funktioniert richtig gut in dem Spiel. Da haben die auf jeden Fall dran gearbeitet. Da kann man echt gute und gerade Gehege schnell mitbauen. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, dann geht das echt ruckzuck, glaube ich. Klappt ja so schon echt gut. Oh, da oben ist noch ein Dino. Ganz vergessen. Sammle Produkt ein. Du machst dir einen Tee. Was für einen Tee machst du dir denn? Wahrscheinlich bist du gerade gar nicht mehr am PC. Wie sieht die Touren aus? Meinst du das hier? Ja, so wie immer eigentlich. Also die hat sich nicht wirklich verändert, würde ich jetzt behaupten. Kann ja auch mal selber so ein Fahrzeug lenken. Oh, wie schnell ist die geworden? Oh mein Gott, ist die schnell. Okay, die hat nur eine gute Beschleunigung. Jetzt endspeeden wir doch nicht. Ich hatte gerade kurz im Kopf so richtig geile Ideen, was wir für Stunts damit machen können. Der hat voll die gute Beschleunigung, der Wagen. So. Es scheint nicht als Gästeattraktion zu fehlen. Zu zählen. Hä? Was mache ich falsch? Ah. Muss ich erst erforschen? Okay. Macht Sinn. So, was mit meinem Dino? Nicht, dass der stirbt. Mein schöner Pachirino. Das wäre traurig. Hallo, Laura. Falls mal schnell wegfahren muss. Ja, stimmt. Ist echt gut. Kommt so ein Rexy. Weg bist du mit dem Tesla. Ist kein Ford Explorer mehr. Ist ein Tesla Model S. Dankeschön, Gamer Player. Gehen die NPC-Strecken durch Wasser? Leider nicht. Das wäre cool gewesen, ne? Wenn man so Abschnitte durchs Wasser machen könnte, dass so ein bisschen das Wasser spritzt, wenn die da reinfahren. Dann so ein kleines Stück da durch. Hätte ich auch gefeiert. Aber es gibt jetzt solche Fotopoints oder so, ne? Die habe ich gar nicht eingebaut vorhin. Die kann man, glaube ich, machen. Hier, diese Dinger. Die kann ich nachträglich noch einbauen. Cool. Noch gar nicht getestet. Strecke. Achso, das mit Betonuntergrund kann man auch machen. Man kann auch durchs Jurassic Park Tor das Ganze führen. Boah, das muss ich eigentlich hier noch einbauen. Warte mal. Ja, Mann. Voll gut. Oh yeah. Das ist doch cool. Was habe ich denn hier für einen Huggelmist gebaut schon wieder? Vergesse immer überzuglätten am Anfang. So, jetzt müssen wir das haben. Wo finde ich denn jetzt diese Gästeattraktion? Ach da, die Gebäude habe ich ja noch nie gemacht. Oh mein Gott, vielleicht ist mein Park deswegen so schlecht, der andere. Was ist das denn? Alter, was mache ich denn hier? Man sieht das aber auch nie. Das wird halt immer schlimmer. Oh mein Gott, ey, diese Huggel. Aber hier kann man das noch retten. Ich achte aber auch nie drauf, ne? Von oben sieht man das halt gar nicht. Okay, es ist besser. Mann, Mann, Mann. Oh, Helix, ich muss auch mal wieder so ein Videoabend machen, wo ich mir alle Teile angucke hintereinander. Von Jurassic Park 1 bis Jurassic World 2. Ich glaube, das mache ich, bevor Dominion rauskommt, um nochmal mich ein bisschen darauf seelisch vorzubereiten. Sowas ist immer ganz cool. Was sind das jetzt hier für ein Gebäude? Unterwegs, um Produkt abzuholen.
Der Jurassic Park befindet sich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kommerz. Das eine sichert das andere. Je höher also die Parkbewertung, desto mehr Einnahmen haben wir, um Dr. Wu und seine Forschung zu unterstützen. Neue Geschäfte und Attraktionen und neue Saurier machen den Park attraktiver und profitabler. Voll cool. Okay, wir brauchen sogar mehr Saurier-Spezies, das heißt, wir können direkt anfangen. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes Paras. Jetzt die Frage, wo kann man Paras mit reinpacken? Oder müssen wir ein extra Gehege bauen? Meint ihr, die können hier zu den Pachis? Also hier steht nichts von Hadrosaurid, mögen die nicht. Aber die, also, mögen tun sie es auch nicht, aber es wäre halt wahrscheinlich so ein Mittelding. Wie ist es hier? Ja, vielleicht sollte ich für die Hadrosaurier dann nochmal ein eigenes Gehege bauen. Das könnten wir eigentlich perfekt hier hin machen. Also why not? Dann führt die Strecke auch schon direkt dadurch. Dann brauchen wir uns da gar nicht mehr drum kümmern. Ist eigentlich ganz gut. Ist eigentlich perfekt vorbereitet hier. Oh, das ist nicht ganz ideal, aber das passt schon. Sieht doch gut aus. Okay. Ja. Bauen wir das hier hin. Aber wir brauchen sogar noch mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal auf die Karte gehen. Gucken wir mal, was hier noch so gibt. Compsognathus. Oceratosaurus. Velociraptor. Der Kompi ist halt immer gut, ne? Die kann man echt gut kombinieren. Kann man denn Kompis mit Raptoren kombinieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Raptoren snacken doch safe Kompis weg. Oh, der mag Compsognathus. Der mag Indominus Rex? Was? Dankeschön. Der Raptor mag Indominus Rex? Hat er den nicht gestern angegriffen im Stream? Okay. Aber ich weiß nicht, ob mögen heißt, dass die nicht attacken. Gute Frage. Dankeschön, Seba, für die Werbung. Check den Link ab, den Seba gepostet hat. Da kommen jeden Tag 2 Videos zu Jurassic World Evolution 2. Ich würde sagen, wir machen einfach noch ein Gehege. Was soll der Geiz? Verlängern wir einfach gleich die Strecke ein bisschen. Können wir eigentlich Dilos machen, oder? Dilos haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemeinsam freigelassen. Dilos sind auch cool, die mag ich. Coole Dinos. Gerade die Jurassic Park Dilos finde ich mega. So. Sieht doch gut aus. Können wir einmal hier die Tour noch bearbeiten. Ja, wunderschön. Wir sind gut vorbereitet, würde ich mal meinen. Jetzt können wir nochmal eben Dilo-Dinger sammeln. Fossilien. Silophysis. Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Dann gehen wir doch da rein. Dann scheiß auf Dilo. Silophysis war eh im Jurassic Park auch. Das passt ganz gut. Dann nehmen wir den. Der ist auch cool. Den habe ich von übersehen. Boah, Bankraub 20.000, let's go. Viel Glück. So, Gäste im Park geht automatisch, Gewinn pro Minute geht auch automatisch, wenn ich mehr Dinos habe. Sterne gehen auch automatisch. Also ich würde jetzt erstmal sagen, wir konzentrieren uns auf mehr Dinos. Und wenn das dann nicht reicht, können wir immer noch die Gästeanlagen und sowas ein bisschen überarbeiten und optimieren. Dann passt das eigentlich. Alter. Schadensmodell ist voll cool. Hier fliegen die ganzen Teile ab. Was macht der Raptor da?
das wird nicht gut enden. Ich sag euch, der zerfetzt die gleich, der Raptor. Der hat richtig Bock. Alter. Boah, haben sie nur mal Glück gehabt? Junge, 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 ey. Die Raptoren haben richtig Bock. Das Ziel feiß ist. Sehr schön. Düdüt. Alle Plätze voll. Oh nein. Extraktion ist leider auch out of order. Wir müssen mal eben die Mitarbeiter nochmal in den Ruheraum schicken. Ab in den Urlaub. Genießt es. Boys and Girls. Genießt es. Jetzt kann ich wahrscheinlich hier die Eier nicht machen, weil ich keine Mitarbeiter habe. Gar nichts am Start. Da müssen wir kurz warten. Können sich Touren kreuzen? Oh, gute Frage. Ich glaube nicht. Aber man kann jetzt, glaube ich, das ging vorher auch nicht, dass man so ein Tourgebäude mit einer Strecke, also so eine Strecke in ein nächstes Tourgebäude führt. Also hier ein Tourgebäude, Strecke, dann hier wieder ein Tourgebäude. Das geht, glaube ich, mittlerweile. Das ging ja vorher nur bei den Einschienenbahnen. So. Dann die Bitte Dilos. Nee, Dilos habe ich... Also ich hätte Dilos auch gerne gemacht, aber Seal of Isis habe ich halt noch nie gemacht. Auch nicht in JW1. Deswegen habe ich mich dann doch eher für die entschieden. Aber diesmal haben wir das sogar echt durchdacht hier gemacht mit den Gehegen, ne? Also es funktioniert wirklich gut mit der Tour. Alle dicht beisammen. Sieht auch ganz ordentlich aus. Gefällt mir. Guck mal, dass der Seal of Isis schon lebensfähig. Perfekt. So muss das sein. Ist auch so ein kleiner Fleischfresser, das passt doch. Schnelle Synthese. Und hier einmal schneller Brutvorgang. Los geht's. Oh, wie schnell die Synthese geht. 10 Sekunden, ey. Was kann man mit dem Punkt machen? Da kannst du bei Gewinnspielen teilweise mit teilnehmen und bei Mitmachprojekten. Also sammel sie fleißig, irgendwann wirst du sie brauchen. What? 1, 2, 3, 4. Alter. Junge, nimm mal alle die. Wie viele braucht man denn von denen? Wie viele mögen sich denn? Ich mach mal 7. Wäre mir sonst, glaube ich, zu viel. Moment. Ich habe das Bankraubergebnis hier wieder. Könntest du bitte stehen bleiben, please? Also der Bankraub, der ist momentan echt verbuggt. Also mit der Nachricht, die kann der Bot irgendwie nicht schicken, weil da irgendein Link drin ist und das hat keine Rechte dafür. Ich kann sie nicht richtig kopieren hier. Ah. Weil ihr den Chat voll spammt, ihr Schlingel. Ich springe die Nachricht immer weg. Hä? Was habe ich denn jetzt alles kopiert? Gottes Willen, ist eine Katastrophe. So, jetzt habe ich's. Da ist das Bankraubergebnis. Sorry. Okay. Paras kommen hier rein, wie geplant. 4 Stück ist, glaube ich, eine sehr gute Anzahl bei Paras. Dann kommen gleich auch noch die Seal of Isis. Ich kann schon mal einmal dem hier sagen. Bis dahin. Hallo Eva. Hallo N.A. Blankenburg. Dann die liegt wahrscheinlich daran, dass es so viele sind. Nee, das ist irgendwas mit der Berechtigung. Der komische Bankraub-Bot will irgend so eine mega lange Nachricht schicken. Mit einem Link oder so. Ich weiß auch nicht, was es hier genau ist. Und, warte mal, ich muss mal kurz mit dem Snipping-Tool die Nachricht ausschneiden, damit ich das mal beheben kann.
Moment. Geht gleich weiter. Und dann kann er das eben nicht posten, weil die zu lang ist und irgendwie der Link da drin ist. I don't know. Ich schau mal. Ich wollte sowieso die Spiele überarbeiten, deswegen passt das ganz gut. Ich wollte das eh spannender für euch machen. Dann muss ich mich mal mit Asa hinsetzen und das zusammen machen. So, Celefice, das kommt auch. Oh nein! Katastrophe. Ich habe auf Saurier freilassen gedrückt. Fuck me, ey. Jetzt können wir uns das wenigstens angucken. Das ist die Belohnung. Gerade bei 7 Stück oder so, ey. Das heißt, ich darf gleich die 7 Ziele Feistes betäuben und dann rüberbringen. Belastend. Ich glaube, das lag daran, dass ich da nicht draufklicken konnte, dass, weil die Paras noch aus dem Ding transportiert wurden. Ich glaube, das war der Fehler gerade. Guck mal vor. Wisst ihr, was ich mich frage, Leute? Wie wäre es gewesen, hätte ich jetzt gerade 12 Stück auf einmal da freigelassen? Das wäre ja richtig crazy, oder? Das ist ja so schön übel mit 7. So sieht er aus. Der ist cool, der Celefices. Den mag ich. Cooler Dino. Okay. Ah, es gibt jetzt viel zu tun. Einsam. Ja, Bestand sind wir gleich bei 4. Das sollte eigentlich dann passen. Ansonsten brauchen wir noch gemahlene Nuss. Da haben wir sie. Dann ist er, glaube ich, schon happy. Noch ein bisschen Wasser. Brauchen wir ja auch das Wasser. Kann ich auch schon mal machen. So. Und jetzt, mein Kleiner. Gehst du auf 100, oder? Müsste eigentlich klappen. Ja, noch nicht ganz auf 100, weil die Einsamkeit noch ist, aber die ist gleich ja behoben. Die kommen ja hier gerade schon geflogen. Ranger-Team kann die Route zum Ziel nicht finden. Oh! Die Ranger können nicht durch diese Tore anscheinend durchfahren. Okay. I get it. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein Tor reinmache, sollte das klappen. Ist zwar auch nicht ideal, weil der dann durchs Raptorengehege fahren muss. Zwangsweise. Aber klappen sollte es. Hey, nicht die Aufgabe abbrechen. Du kommst jetzt schön hierher, du Schlingel. Das müssen wir hier dann auch nochmal machen. Aber da können wir auch eine Anfahrt von außen ermöglichen. Wenn die hier einmal außenrum einfach fahren, hier so. So, liebe Celefices. Kommt ihr auch noch rüber? So, hier waren noch 2 mehr. Die muss ich nochmal eben dann auch betäuben. Mal du. Und du, oder? Ja, und du. Okay. Hier ist wieder massive Helikopter-Action am Start. Punktebonus war schon, ja. Für die 500 Likes. Und danke, André, dass du auch mit aufpasst. So, Ranger-Team, dann kannst du direkt hier hinfahren und auch nochmal scannen. Ey, wir haben das gut unter Kontrolle. Also ich merke schon, wie ich besser werde in dem Spiel. Und ich muss sagen, dieser Management-Aspekt, der gefällt mir echt gut. Das Spiel spielt sich wirklich gut.
Es ist viel herausfordernder geworden. Aber es ist nicht zu krass. Also bei dem einen Park sind wir zwar mega untergegangen, aber das könnte man auch reparieren, wenn man sich einfach die Zeit nimmt. Ich glaube, das Einzige, was auf Dauer echt anstrengend sein kann, ist das mit den Mitarbeitern. Da wäre es irgendwie praktisch, wenn man da eine Schnellauswahl hätte, dass man irgendwie zum Beispiel hier auf Synthese klickt und dann hier drauf und dann irgendwie die Möglichkeit hätte, dass man einfach hier auf einen Pfeil oder so klickt rechts, dass er das alles selber schnell macht. Das würde ich noch angenehm finden, weil jedes Mal diese Liste dann raussuchen und so, ist schon anstrengend. Wäre cool, wenn das Spiel dann einfach die Besten raussucht und das auf schnell eben schnell macht für einen. So eine Funktion würde ich mir noch wünschen. Ansonsten macht das schon sehr viel Spaß. Produktvorstellung bestätigt. Wenn es ein Gewinnspiel gibt, steht es in der Videobeschreibung. Produkt transportiert. Kannst du mal irgendwann mit einem Jeep in die Mosasaurus-Lagune fahren? Schau mal da oben im Chat. Neuer Zweitkanal, da kannst du draufklicken. Das letzte Video, da tue ich das Ganze. Da kannst du dir das angucken, was passiert. Da kommen jeden Tag 2 Videos auf dem neuen Kanal. Kannst du gerne ein Abo dalassen. Oh, die brauchen aber auch so viel Bestand. Sind jetzt bei 4? Also ich glaube, 6 ist Minimum bei den Silifices. Wie es aussieht. Oh. Tolle Dinos. Okay. Pausieren mal kurz und dann schauen wir. Bestand 5. Ja, da kommen noch 2. Wir brauchen noch Meat. Logischerweise. Das könnt ihr haben. Ansonsten sind die auch echt pflegeleicht. Also da braucht man nichts groß beachten. Keine Felsen, keine besonderen Pflanzen. Super chillig. Ungefähr wie die Kanus. Die sind auch super entspannt. Das heißt, merke ich mir, Silifices ist für den Park sehr gut geeignet. Produkt wird transportiert. Ich bespreche mich da mit den hohen Mods. Quasi mit Jenny und Azagenix. Also die beiden haben da eigentlich auch mal ein Auge drauf. Aber ich frage da auch sonst alle Mods. Also die Mods sehen das eigentlich in der Regel immer besser als ich zum Beispiel. Weil ich halt mit Zocken auch beschäftigt bin. Ich finde das cool, dass die da so richtig drauf gehen und oben drauf stehen bleiben. So richtig gierig am Schlingen. Könnte auch ich sein. So esse ich auch mal mein Essen. Wenn es mir keiner weg isst. Parkbewertung ist ja noch nicht mal ansatzweise bei 3. Crazy. Da habe ich mir jetzt aber mehr erhofft, bin ich ehrlich. Brauche noch irgendeinen größeren Dino, glaube ich. Eine gute Bewertung. Ich hätte noch eine Idee. Also müssen wir erstmal den hier abchecken. Guck mal, hier könnten wir Kompis reinpacken. Meint ihr, der frisst Kompis? Der könnte halt auch Kompis wegsnacken, ne? Ich weiß nicht. Auch wenn hier Mark steht, kommt so genau. Ich bin mir da immer unsicher. Weil ich bin mir... Bei den Velos steht das auch, aber die Velos snacken auch Kompis, oder nicht? Ja, stimmt, sehe ich mal bei Knusperdinos. Da mache ich auch... Alles reinschaufeln. Ich hätte lange keine Knusperdinos. Wird mal wieder Zeit. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein Gehege bauen. Oder wir gucken mal, was wir noch mit Gästeattraktionen rausholen können. Ja, die Einrichtungen sind horrible. Getränkversorgung, Einkaufsmöglichkeiten. Wenn wir daran arbeiten, könnte das Ganze funktionieren. Okay, machen wir das mal. So. Okay, du bist jetzt erstmal Donuts. Das ist in Ordnung. Die Optikbearbeit mache ich jetzt nicht. Es war cool, dass es geht, aber in solchen Story-Sachen nehme ich mir eigentlich nicht die Zeit. Das mache ich dann lieber in Parks, die ich auch länger spiele. Aber wichtig ist halt immer hier, dass die Sachen im weißen Bereich sind. Dann hat man die Gäste, die auch im Park sind, halt am besten befriedigt.
Ich habe jetzt zum Beispiel ziemlich wenig Luxusleute und bei den anderen, also die normalen Abenteuer und Natur, habe ich es relativ ausgeglichen. Machen wir hier mal einen Getränkeladen raus und dann konfigurieren wir auch diesen. Hier sehe ich jetzt leider noch gar keine Gästezahlen, weil der Laden gerade frisch gebaut wurde. Dann müsste ich jetzt normal so ein bisschen abwarten. Aber ich versuche das einfach ungefähr zu balancen. Dann wird das schon okay sein. Aus. Ich glaube, das hilft schon, wenn ich hier in der Mitte des Parks einfach einmal alle Bedürfnisse befriedige. Also Essen, Trinken, Einkaufsmöglichkeiten. Was befriedigt das denn hier überhaupt? Das ist allgemein so dieses Spaß, oder? Anziehungskraft. Vielleicht hätte ich die echt in meinem anderen Park auch bauen müssen. Ich wusste halt nicht, dass es die gibt. Also so ein Kino und sowas. Das hat vielleicht gefehlt. Gute Nacht, Marco. So früh schlafen? Ich wünschte, das könnte ich. 8 Uhr, das wäre schon ein Traum. Können wir doch mal früh aufstehen. Ich schlafe leider immer viel zu spät ein. Das sieht doch gut aus. Und das. Ja, wird schon passen. Och, Jungs. What are you doing? Meine Güte. Wir werden jetzt markiert. Ihr kommt in Einzelhaft, wenn ihr weiter so macht, ne? Das wisst ihr, ja? Ihr seid jetzt markiert. Wenn ich euch beim nächsten Mal nochmal treffe und erwische beim Kämpfen, dann gibt's Einzelhaft. Dann können wir mal gucken, ob du den Indominus Rex noch magst, wenn ich ihn zu dir packe. Blöder Raptor. Die auch! Die kämpfen halt alle. Übel zickig. Schauen wir mal kurz hier rein, ob sich das schon gebessert hat. Das stimmt ja so nicht. Einkaufsmöglichkeiten, das ist ja Fake News. Ich glaube, da müsste ich einfach noch warten. Ich habe doch Einkaufsmöglichkeiten. Ich glaube, der ist einfach noch nicht angekommen bei den Leuten. Ich glaube, das dauert immer einen Moment. Ich mach mal hier auch einfach nochmal alle drei Geschäfte hin. So, schöner. Okay, Strom brauchen wir auch noch. Ich finde, das Auswählen hier ist auch ein bisschen zu anstrengend noch. Also wenn ich jetzt hier raus zum Beispiel gleich was anderes machen möchte, das ist einfach ein bisschen zu aufwendig. Ich zeige euch das gleich. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Essensladen draus machen muss, dann muss ich einmal klicken, zweimal klicken, dreimal klicken, viermal klicken, fünfmal klicken, sechsmal klicken. Sechsmal klicken ist zu viel. Für so eine kleine Änderung. Das hätte man auch einfach hier oben mit einem Reiter machen können oder so. Dass man hier so drei Auswahldinger hat. Sechsmal klicken ist schon sehr umständlich auf Dauer. Das nervt schon ein bisschen. Also es gibt noch so ein paar Sachen, da müssen die noch ein bisschen das benutzerfreundlicher machen. Dass es einfach schneller und einfacher geht. Wir zählen nochmal. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Das sind wirklich 6 Mal klicken. Ich meine, diese Anpassung da, das ist ja nicht schlimm. Oh, Sturmwarnung, oha. Habe ich Schutzräume genug? Gut aus. So, Mr. Raptor. Oh, ich hätte dich gar nicht betäuben müssen. Ich hätte erstmal gucken sollen. Fahren erstmal hin. Heute wird kein JW2 verlost. Vielleicht morgen. Steht aber noch nicht sicher fest. Lasst euch überraschen. Schreib's hin und schreib eine Beschwerde an Frontier. Nö. Das können wir vielleicht mal einreichen im Forum oder so. Ja, das stimmt. Aber Beschwerde ja nicht. Verbesserungsvorschlag, würde ich es nennen. Bin ja sehr zufrieden mit dem Spiel. Okay, der muss auf jeden Fall behandelt werden. Fleischwunde. Darfst du dann einmal machen? Okay, die Raptoren werden wahrscheinlich allgemein jetzt mega Faxen machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wegen dem Sturm. Scheint aber nur allgemein so ein Sturm zu sein. Kein Tornado oder sowas. Wie sieht es denn mit den Seal of Isis aus? Machen die Ärger bei sowas? Wo sind die überhaupt? Die sieht man gar nicht, weil die so klein sind. Wie kannst du das jetzt schon spielen? Ich habe eine Vorabversion bekommen von Frontier. Oh, Nolan, ey. Du hast doch jetzt zwei Idioten im Park. Wenn einer stirbt, hast du immer noch einen. So kann man das natürlich aussehen. Wo du recht hast. Ganz schön gemein. Raptoren mobben sich und dann die. Du bist neidisch. Morgen ist es auch für euch soweit. Also nicht neidisch sein. Einfach ein bisschen den Hype aufbauen zusammen und morgen geht's dann für euch auch los. Oh. Den kann ich immer wieder wegmachen. Warte. So. Die Jeeps sollen jetzt mal alles reparieren. Das hat aber eigentlich ganz gut geklappt. Das hat halt nur so ein bisschen das rausgezögert. Okay. Essen ist noch ein bisschen schlecht. Getränk ist ein bisschen schlecht. Das heißt, da könnten wir noch mehr machen. Und danach müssen wir die Anziehungskraft noch erhöhen. Habe ich gerade gesehen. Okay, hier ist aber auch gerade was beschädigt. Ingwer, Bier, Donuts. Vielleicht in den Eingangsbereich nochmal Essen, Trinken platzieren. Ich meine, dieses hier rechts ist komplett sinnlos gefühlt. In die Richtung habe ich gar nicht gebaut. Keine Ahnung, warum nicht. So, hier Essen, Trinken hin. Anziehungskraft, wie machen wir das denn hoch? Ach, hier kommt das rein, guck mal. Die Dinosaurier haben 821 Anziehungskraft. Und da kommen dann auch noch die Gebäude rein. Das heißt, damit kann man das auch boosten. Oh, nicht sichtbar. Zieht das mega runter. Seal of Isis. Das heißt, es reicht nicht, wenn die nur mit der Tour sichtbar sind. Also muss ich hier noch so eine Galerie zum Beispiel machen. Damit kann ich das Problem dann vermutlich schon soweit beheben. Aber man muss wirklich sagen, das funktioniert schon gut. Ne? Man findet auch relativ gut durch diese Menüs heraus, woran es genau fehlt. Also ist alles sehr übersichtlich gestaltet. Auch wenn es natürlich super viele Infos sind erstmal, weil es halt so komplex geworden ist. Aber ich finde, es ist auch nicht zu komplex. Es gibt halt so ein paar Sachen, die ein bisschen vereinfacht werden könnten. Aber alles in allem bin ich echt zufrieden damit. Es ist herausfordernd, aber auch nicht zu schwer. Es ist ein perfektes Mittelmaß. Dadurch, dass man pausieren kann, kann man sowieso, wenn man irgendwie was schnell machen muss, das eh in Ruhe machen, so wie ich jetzt hier. Schon haben wir hier eine Beobachtungsgalerie.
Hier bräuchten wir dann auch eine und hier auch. Das heißt, wir müssen eigentlich einmal hier komplett drumherum planen. Das wird wahrscheinlich das sein, was uns auch das Genick bricht. Also, dass die alle nicht sichtbar sind. Ich dachte halt echt, dass das mit der Tour ausreicht. Na gut, kriegen wir alles hin. So, schaut mal. Jetzt haben wir zwar sehr lange Wege, aber nützt ja nichts. Müssen wir wahrscheinlich hier gleich auch nochmal Essen, Trinken und so hin platzieren. Ansonsten ist da wieder zu viel Strecke nicht abgedeckt mit Essen, Trinken. Dann meckern die wieder. Immerhin sind sie jetzt sichtbar. Kannst du sagen, was du willst. Kommt hier hinten nochmal ein Kino hin. Wo waren das? Hier, ne? Guck hier, zack, Kino. Bisschen Strom. Dankeschön, Olli. Hallo, Project. Alter. Man sieht von oben nicht. Wir kletten einmal über. Ganz so schlimm will ich es dann doch nicht hinterlassen. Immer Zeit. Alle Zeit der Welt. Ich glaube, wir sind schon echt gut vorangekommen. Ich könnte mir schon wieder vorstellen, dass das eventuell die letzte Mission ist. Weil meistens sind die letzten Missionen immer so ein bisschen noch irgendwie was erreichen und ein bisschen selber bauen. Was ich auch sehr gut finde. Idiot 1, bereit zum Transport. Ah, schön. So mag ich meine Dinos. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon über 2 Sterne jetzt. Mega gut. Wo ist Idiot 1? So. Danke, Olli. So, Ingwer Bier, da müssen wir nochmal ändern. Auf Essen. Ja. Da machen wir mal nochmal Steaks rein. Da machen wir hier auch nochmal ein paar Dinger rein. Ich weiß gar nicht, ob das immer Sinn macht, aber ich glaube schon, dass es gut ist. Weil da kann man dann nochmal ein bisschen konfigurieren. Um die Sachen ja alles ins Weiße zu bringen, in den weißen Bereich. So, und jetzt wird uns wahrscheinlich hier hinten nochmal wieder was fehlen. Dann werden wir jetzt auch nochmal alles voll klatschen müssen mit Läden. Diese Schräge sieht eigentlich ganz einladend aus dafür. Hier so. Kann sein, dass der Stromradius dann gleich nicht reicht, aber dann machen wir einfach noch so ein Ding. Geldtechnisch ist es noch gerade so okay. Solange jetzt nicht irgendein Malheur passiert. Dann passt das. Bledi. Noch ein Schutzraum dahin gleich. Da kann ja wohl keiner mehr meckern. Essen, Trinken, Souvenir, Toilette, Schutzraum. Besser geht nicht. Punkte sparen ist nicht verkehrt, Leute. Ich sage euch das. Irgendwann werdet ihr es nicht bereuen, dass ihr sie gespart habt. Wenn da mal so ein Event ist, dann ärgert ihr euch, wenn ihr keine Punkte habt. Ja, dann wollt ihr mitmachen und könnt nicht. Und dann müsst ihr wieder irgendwie schnurren bei anderen Leuten. Dann sind die genervt und dann hassen euch alle. So läuft das. Produkt transportiert. Sehr schön. Irgendwas reinballern einfach. Hauptsache, die Gäste haben irgendwas. Das ist gut. 1000, 400.000. Nur noch die Sterne fehlen. Wir sind gut dabei. Wir haben diese Gästeanlagenbewertung mega gut unter Kontrolle gebracht. Also wirklich. Schaut mal. Sieht doch schon richtig gut aus. Anziehungskraft bist du höher.
Sauropoden. Ja, let's go, dann machen wir noch einen Sauropoden dazu. Sah auf dem Bild wie ein Apatow aus, könnte aber vielleicht auch ein Kamara sein. Dryo auch noch, Apatow. Ich hätte lieber einen Kamara, weil ich den noch nicht freigelassen habe in dem Spiel. Den habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Deswegen wäre das cool. Ah, ich sehe nur den Apatow. Metria Kanto. Umsognathus. Majunga. Oh, den Majunga mache ich. Dann haben wir auch noch einen schönen Fleischfresser. Da habe ich Bock zu. Majunga ist cool, der neue aus dem Spiel hier. Der sieht richtig cool aus. Der gefällt mir echt gut. Warum ist hier kaputt? Ja, so nicht. Hier ist doch noch ein schöner Platz im Gehege. Denk mal, wenn wir jetzt noch einen Fleischfresser in den Park bringen, dann sollten wir das Ganze schaffen. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, wie das ist mit Parkrand benutzen als Barriere. War ja immer schon bei JW1 ein bisschen schwierig. Hat dann teilweise geklappt, teilweise nicht. Müsste man immer testen. Ich hätte es aber auch cool gefunden, hätte es bei dem Spiel irgendwie eine Möglichkeit gegeben, natürliche Barrieren zu machen. Irgendwelche Klippen oder Felsen oder so. Wäre schon ganz nice gewesen. Ist, glaube ich, zu wenig Platz. Komme ich hier noch näher ran? Ich war schon voll nah am Parkrand. Oh, shit. Ich weiß echt nicht, wie viel Platz so ein Majunga braucht. Dann testen wir es erstmal so. Das wird schon passen. Ist halt sehr klein, das Gehege. Holy shit. Aber wir können es ja einfach nach hier erweitern, wenn es nicht passt. Guck mal, wie cool der hier aussieht, der Majunga, schon auf dem Bild. Mega gut. Love it. Bringt sogar noch ein bisschen Geld hier mit, die Expedition. Besser geht's gar nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir jetzt ein bisschen sparen müssen, weil die Eier ausbrüten kostet erstmal Geld. Dann das Dinosaurier. Die Synthese kostet auch noch Geld. Oha, nee. Wir müssen auf jeden Fall sparen. Sonst können wir die uns gleich nicht leisten. Kommt auch den Felsen an, Valilu. Ich glaube, so eine richtig fette Felswand würde ich als sicherer empfinden als so ein Zaun. Wenn du hier so eine richtig geile Klippe oder so bauen könntest, würde ich feiern. Allgemein so Klippen, Wasserfälle, das sind auch noch Sachen, die mir fehlen. Auch, dass man steilere Berge und so bauen kann. Da gibt es schon einige Sachen, die ein bisschen enttäuschend sind, weil die einfach nicht im Game sind, die man einfach vermisst. Gerade so Wasserfälle und Stromschnellen und so. Boah, wie schön das wäre. Wenn man sowas hätte. Das wäre einfach heftig. Nehmen wir zwei rein. Boah, neues Lebensfähiges schon. Oha. Wie schnell. Wer ist der beste Zuschauer? Aktuell sehe ich 543 davon im Chat. Ihr alle. Mensch. Die Form von See. Was habe ich da schon wieder verbrochen? Ich habe nicht darauf... Ey, das war keine Absicht, wenn ich jetzt einen Pimmel gemacht habe. Ich schwöre. Habe ich das echt gemacht? Okay, was auch immer in meinem Kopf vorgeht, jetzt wisst ihr es. Das war wirklich keine Absicht. Gottes Willen, ey.
Lake Pimmel. Ja, so sieht's aus. Wunderschön, der bleibt jetzt so. Den werden wir nicht wegmachen. Ehrenpimmel. Oha, 4 Stück. Übertreib mal nichts, können wir uns ja nie leisten. Wir können es gerade mal einleisten. Jetzt die Frage, Chat. Kennt sich jemand aus? Mal Jungas? Alleine halten, geht das? Oder brauchen die einen Partner? 1,7. Das können wir uns halt easy nicht leisten. Lass mal eben die Zeit ein bisschen weiterlaufen, weil wir sind ja ganz gut dabei. Auch was Einnahmen angeht. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr denkt. Ob man die auch alleine halten kann. Ach Nadine. Ach Nadine. Dieser böse Zwinker-Smiley. Leute, es gibt 6 Velociraptoren im Park. Und jetzt guckt mal oben rechts, wer diesen Kampf anfängt. Welche beiden Raptoren? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht euer Ernst. So kurz vorm Ziel. Raptor 1, Idiot 1 und Idiot 2. Da kannst du dir nicht ausmalen. Wieder mal hat's Idiot 1 erwischt. Meine Güte. Warum sind die so wütend? Weg mit denen. Ja, eine Chance kriegen sie noch. Ich bin halt so kurz vorm Ziel. Ich will jetzt nicht irgendwie mir das versauen wegen denen. Ich werde die, wenn ich das Ziel erreiche, dann werden Idiot 1 und Idiot 2 leiden. Das spreche ich euch. Ich bin hier versperrt. Setzt schwere Verletzung voraus. Ich muss hier immer scannen. Ich vergesse das immer. Der hat eh eine schwere Verletzung. Kann ich den nicht einfach direkt ins Krankenhaus bringen? Muss ich den erst scannen und dann dahin bringen? Umständlich. Alle in kleine Käfige. Nee, ich kann euch genau sagen, woran es liegt. Die haben halt wahrscheinlich irgendwelche Gene abbekommen. Die haben immer so Mutationen bestimmte. Die aggressiv machen. Hier. Intolerant. Kohabitationslimit. Scheiß Wort. Ja, da kommt das schon nicht mit klar. Sind wahrscheinlich dann zu viele Raptoren. Dominanz, Bedrohung. Mag keine Spezies und bedroht alle. Ja, klasse. Aggressiv. Jetzt wisst ihr Bescheid, warum die Idioten so sind, wie sie sind. Fleischwunde war klar. Mann, Mann, Mann. Den wird einem nicht langweilig. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ich spule noch mal ein bisschen vor, damit wir uns gleich 2 leisten können. Ihr habt auch nichts geschrieben dazu, oder? Im alten JWE brauchte man 2, okay. Dann verlassen wir uns mal auf das alte JWE. Kannst du die nach Zuschauer benennen? Irgendwann anders. Momentan sind wir ein bisschen zu viele. Ich denke mal, wenn das Spiel draußen ist, dann werden die Zuschauerzahlen wieder ein bisschen runtergehen und so. Und dann ist das ein bisschen entspannter, weil ansonsten geht der Spam des Todes los. Das kennen wir schon. Das ist halt das Problem. Wenn wieder ein paar weniger am Stream sind, dann machen wir das. So, 2 Stück. Nehmen wir die chilligsten auf jeden Fall. Aggressiv, ungesellig. Aggressiv und ungesellig. Aggressiv und ungesellig, ja. Perfekt. Die Wahl zwischen Pest und Cholera, oder was? Oh, Scheiße. Ach, come on, ey. Ja, da muss ich ja die beiden hier nehmen. Die sind besser als die anderen Pestdinger. Ne, wir machen die jetzt beide. Sollen die sich halt auch die Körper einschlagen? Hauptsache, die helfen mir zu meinem Erfolg von der Mission hier. Meine Güte. Erweiter schon mal das Gehege. Ich schwöre, die brauchen. Ja, ich wette, die brauchen mehr Platz. Ich schwöre. Ich schwöre, Wunderbilla. Ja, let's go. Ab ins Pimmelgehege. Oh, Christoph, das kommt darauf an, wo du es vorbestellt hast. Auf einigen Plattformen kann man schon preloaden. Also auf PlayStation und so kann man das, glaube ich, schon seit Tagen preloaden. Aber ansonsten, wenn du es nicht kannst, ist nicht so schlimm. Das Spiel ist nur so, ja, 7 bis 10 GB groß aktuell. Ich weiß zwar nicht, wie groß der Day One Patch sein wird, aber ja, rechne mal mit maximal 10 GB. Das ist jetzt auch nicht die Welt bei dem Internet heutzutage.
Wir es ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine 2000er Leitung haben. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Let's go, Leute. Der neue Mayunga, der ist mega cool. Ich freue mich gerade richtig, dass wir den haben. Den habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Das heißt, alle neuen Dinos hier, wie der Silophysis, der Paririno, der Mayunga, wo ich dann auch endlich für Sandbox. Das ist jetzt das Pimmelgehege, ja. Hannes hat das, glaube ich, gesagt. Der ist schuld. Der hat als erstes den Pimmel erkannt. In meiner Zeichnung. Gibt es einen Trodon? Ich glaube schon, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch giftig ist. Müsste man mal testen. Kannst du alle Wasserdinosaurier zeigen? Da kommt noch ein Video zu. Transport hat begonnen. Ja, ich konnte es jetzt auch runterladen. Dank Hannes Tipp. Was hat Hannes denn als Tipp gedroppt? Könnt ihr es nochmal wiederholen? Hannes, Nadine, einer von euch? Jetzt bin ich... Ja, du bist schuld. Also ich sehe hier ganz klar Hannes. Wir könnten eigentlich hier noch so ein bisschen Behaarung so machen. Wird nicht besser, ne? Oh, Levin, das hätte ich gar nicht gesagt. Da kann man nicht drauf stolz sein. Eine gute Idee sehen. Das machen wir. Pest. Ich schreibe mal den Cholera. Schreibt das in mit C? Ich habe keine Ahnung, wie man die Krankheit schreibt. Boah, der neue Mayunga ist cool. Der ist heftig. Junge, hat der einen geilen Skin. Richtig nice Farbe. Der Mayunga aus dem alten Game, der hat mir nicht so gut gefallen. Der war irgendwie doof. Aber der hier sieht heftig aus. Das finde ich cool, dass sie den überarbeitet haben. Eine sehr gute Entscheidung und auch sehr gut umgesetzt. Nice. Wann kommt neue Folge? Von was? Was war der Tipp? Habt ihr es nochmal geschrieben, Hannes oder Nadine? Noch nicht gelesen. Wenn es falsch geschrieben ist, seid mir nicht böse. Cholera, schreibt Joshua. Ich verlasse mich jetzt auf dich. Ist es jetzt richtig abgetippt? Cholera. Ja, why not? Könnte passen. Ich schwöre, ich überlese gleich safe den Tipp wieder. Jetzt gerade achte ich die ganze Zeit drauf. Nadine meinte, du hast ihr irgendeinen Tipp gegeben, Hannes. Wegen Preloaden vom Game. Und dann konnte sie das preloaden mit dem Tipp. Den würde ich halt gern einmal im Stream erwähnen, um vielleicht einigen Leuten zu helfen zu können. Oh, die machen eine Animation. Oh. Solche Animationen finde ich immer ganz cool, wenn die sich nicht so mega anzanken. Also so ein bisschen wegschieben und so. Das finde ich immer ganz nice. Aber einige Dinos sind einfach immer die hauen sich immer einen auf den Kopf und so. Du musst auf Download klicken. Wow, danke für nix. Ich habe den Download nochmal gelöscht und dann nochmal neu gestartet. Dann hat es geklappt. Ah, sehr gut. Okay. Das könnt ihr mal ausprobieren, liebe Leute, die es noch nicht preloaden können. Vielleicht klappt es dann. Ansonsten einfach mal googeln auf der jeweiligen Plattform, wie man Spiele halt preloaden kann. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Tipps. So, wir müssen jetzt mal eben Wald auf jeden Fall schon mal reinmachen. Fleischfutterspender. Und dann müssen wir einmal die Dinos scannen. Der muss eigentlich frei bleiben, ne? Der Wald muss eigentlich auf dieser Seite sein. Das Stück muss frei bleiben. Das dürfen wir nicht verdecken. Das ist wichtig für das Gehege. Großer Bestandteil vom Gehege. Ja. Ja. Und die Seite, die Dinger, das passt schon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es ihnen gleich gut geht. Man sieht sogar schon die Werte.
Beute haben wir schon platziert. Wald ist immer noch ein bisschen zu wenig. Und Fels brauchen die sogar. Cool. Gehen wir hin. Das heißt, wir machen hier einfach noch dicht mit Wald. Wenn sich nicht verkehrt. Und dann machen wir noch einige Felsen hier rein. Wie große Felsen es hier gibt. Ich würde eigentlich den See hier nicht anfassen. Aber es macht nichts. Wenn sie Felsen brauchen, dann machen wir das. Können wir auch hier so machen. Wunderschön. Wunderschön, wirklich. Okay, das ist noch im roten Bereich. Das liegt aber eher daran, glaube ich, dass die das noch nicht erkundet haben. Das Territorium hat sich noch nicht in diese Richtung entwickelt, wo es eigentlich hin soll. Oh. Das wird dann hoffentlich gleich noch kommen. Ja, jetzt erkunden sie es gerade. Ihr könnt es dann genau sehen. Das wird dann immer weitergehen. Und dann passt das. Man kann es einmal löschen, dann auf die Bibliothek bei gekauft. Dann kann man da den Download dann neu starten auf der PS4. Okay, danke. Komm, Walilu, lass mir da auch mal meinen Spaß. Kind im Kopf geblieben. Hallo Jochen. Da könnte sein, ja. Hannes ist schuld. Hannes ist schuld, dass wir diesen See im Park haben. Guck mal, Leute, ich habe Jurassic Park gebaut. Was fällt euch auf? Wunderschön. Ich würde gerne einen Ziegenkill oder so sehen von dem Majunga. Das wäre heftig. Ich hoffe, er gönnt uns gleich. Ich kann es nicht fassen. Fucking Idiot 1 ist wieder verletzt. Meine Fresse. Jetzt reicht's mir aber, du. Jetzt geht's ins Majunga-Gehege. Ja, warum sind die immer noch fehlende Beute? Da hinten laufen noch Ziegen rum. Sind die doof? Ach, jetzt kämpft ihr auch! Junge, Pest und Cholera haben sich auch nicht lieb. Junge! Das sind alles Idioten hier, meine Dinos. Oh Mann, ey. Das Problem ist, ich bin so kurz vorm Mission schaffen, dass ich eigentlich jetzt nicht so eine Faxen machen will und so rumtrollen will, weil dann komme ich wieder in dieses Problem, dass ich gar nichts mehr schaffe. Deswegen muss ich die jetzt eigentlich nochmal eben alle behandeln und wenn ich es fertig habe, dann kann ich durchdrehen. Dann steht mir alles frei. Wie ist denn das hier mit dem Sozialen? Die brauchen aber einen Bestand von 2. Also es war gut, dass wir 2 gemacht haben. Vertragen tun sie sich trotzdem nicht. Wie lange bist du live? So lange, wie die Mission hier dauert. Ich muss wirklich sagen, der Bayunga, der könnte in dem Spiel wirklich einer meiner Favoriten Fleischfresser werden. Fällt mir echt gut. Großer Fan. Gebrochene Klaue, oha. Das hast du davon, wenn du dich hier wieder prügelst. Unbequem. Dein Gehege ist perfekt. Das ist sogar ein schöner See. Auch kann man so behandeln. Das ist ja entspannt. Das geht ja noch. Können wir ihn hier gleich das behandeln lassen. Ja gut. Jetzt hiermit. So, Jungs. Fehlende Beute. Hier laufen eigentlich überall Ziegen rum. Wo ist denn jetzt unser betäubter Raptor eigentlich? Ja. Niedrige Gesundheit. Das heißt, da musst du jetzt gleich mal eben hinfahren.
Ja, da muss die MVU dann mal hin. Wenn er versterben sollte, dann ist es so. Da kann man dann nichts machen. Komm schon, hol sie dir mal, Junge. Die Ziege. Komm schon. Für den Stream. Was macht der? Er jagt mich. Auch süß. Wie der da hockt. Wir haben aber irgendwo Stromprobleme schon wieder. Hier hinten ist all empty. Die Mission ist jetzt echt gerade wieder gefährdet, muss ich sagen. Wir haben wenig Geld. Wir sind kurz vorm Ziel. Und wenn wir jetzt in diese Phase kommen, wo alle Dinos und so sterben, dann haben wir verloren. Dann schaffen wir das nicht mehr. Ich weiß aber nicht, woran es gerade liegt, weil der Park ist eigentlich echt gut. Wie kann der nicht 3 Sterne haben? Es fühlt sich echt nicht verkehrt an. Liegt das in den kranken Raptor, maybe? Ich weiß es nicht. Ich wette, die kämpfen jetzt wieder. Ich gehen schon so wieder aufeinander zu, ey. Das gefällt mir gar nicht. Nee, okay, der trinkt. Das ist gut. Okay. Ich bin halt mehr mit Verletzungen beschäftigt als mit allem anderen. Was? Organtrauma. Oha. Ja, war ein verletztes Organ. Ey, dieser Raptor, der Idiot 1, der hat ja schon alles mitgemacht. Der ist ja komplett durch. Alter Schwede, ey. Will man einen Ziegenkill sehen? Komm, mach mal. Ist gerade übrigens gesehen, hier in der Jurassic Park Ära gibt es auch wieder diesen Vieh da mit dem Käfig. Den aus dem T-Rex-Gehege aus dem Film. Du kannst hier auch verschiedene Karten freischalten. Da gibt es aber dann so verschiedene Missionen und sowas. Musst du dir mal durchlesen. Also fürs Sandbox und... Ah, da gibt es verschiedene heraus, also so Bedingungen. Die stehen aber eigentlich alle im Menü gut erklärt. Man weiß eigentlich relativ gut, was damit gemeint ist. Also so richtig jagen wollen die nicht. Aber glücklich sind sie. Woran scheitert es denn? Woran scheitert es denn? Ja, Leute, wir müssen jetzt nochmal irgendwas tun. Nützt nix. Bei 300.000 Geld nur. So, müssen wir mal schauen. Schutzbunker. Kommt hier nochmal einer hin? Brauchen wir auch wieder Strom, ne? Ich hätte mal Strom erforschen sollen. Diese Backup-Generatoren sind einfach viel zu teuer. Also wirklich. Weil das Auffüllen kostet einfach so viel Geld. Kann man eigentlich Brücken bauen? Nee, leider auch nicht. Leider auch nicht. Das wäre auch cool gewesen. Es gibt hier viele Baumöglichkeiten, die noch fehlen. Das muss man wirklich sagen. Das Geld läuft ganz gut rein gerade, aber es ist. Die Leute sind einfach nicht zufrieden mit dem Park. Das ist nicht so schön. Klappt nicht so gut, wie es klappen sollte. Jetzt hier auch wieder einen Generator hinmachen, ne? Wisst ihr, was ich mich gerade mal frage? Der kostet ja nur 174.000, ne? Wenn der gebaut ist, ist der voll. Dann könnte man ja lieber einen leeren Generator abreißen und nicht für 500.000 auffüllen und einen neuen bauen. Oder sehe ich das falsch?
Das wäre ja viel smarter. Können wir gleich mal testen hier. Guck mal jetzt. Die gefährliche Natur mancher Saurier 460.000. macht den Reiz aus, ihnen so nahe zu sein. Sie haben es geschafft, die Mission. Instinktive Angst ist reizvoll. Nice. Doch wir suchen nach etwas noch viel Größerem und Besserem. Wollen Sie einen T-Rex? Oh ja. Kann ich einen haben? Ich will auch einen. Was? Wir können wirklich einen T-Rex haben? Sobald der Park über ein geeignetes Gehege verfügt. Der Ausbau des Parks ist eine brillante Idee. Und der T-Rex ist der berühmteste aller Saurier. Der hat nur 98 drin an Treibstoff. Gut zu wissen. Können Sie selbst einen sehen. Und fürchten, gefressen zu werden. Es ist die Illusion des Risikos, nicht das Risiko selbst, das wir anstreben. Und wir haben... Ich speichere erstmal. Wir haben es geschafft, das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Diese Missionen sind immer die schwersten, wo man etwas erfüllen muss. Da bin ich aber auch noch nicht so Profi drin, muss ich sagen. Also da... Ich stelle mich da, glaube ich, immer nicht so klug an. Euoplocephalus habe ich gerade gesehen. Da, den habe ich auch noch nicht gemacht. Wo ist denn der T-Rex? Habe ich die Ausgrabungsstätte noch nicht? Muss ich den erst hier erforschen, maybe? Hier. Tatsächlich. Junge, das heißt, ich muss erst den hier erforschen, den Tsuchomimus. Das wird nochmal alles teuer. Kann ich jetzt schon mal sagen, was wir jetzt machen müssen als erstes? Sonst kommen wir nicht klar, glaube ich. Also als allererstes muss erstmal wieder der Dino weg. Produkt wird eingesammelt. Aber wir brauchen jetzt erstmal... Sonst ist es einfach alles auf Dauer zu teuer. Wir brauchen Strom. Vernünftigen. Wir müssen von diesen Backup-Generatoren weg und eine vernünftige Stromversorgung im Park schaffen. Ansonsten zahlen wir uns dumm und dämlich und können uns niemals den Rex und so leisten. Das hätte ich schon viel eher machen sollen. Aber ich hätte dann nicht gedacht, dass diese Mission so lang geht, weil die hatte, glaube ich, nur 2 Sterne. Ich dachte, das wäre so mega die Easy-Mission. Gibt es noch einen Punktebonus? Ja, könnt ihr jetzt in den Chat schreiben. Gut, dass du mich erinnerst. Ihr habt ja schon über 600 Likes da gelassen, definitiv. Let's go. Wie schaltet man alles an Dinos frei? Kampagne, Chaos, Herausforderung? Ja. Ich denke mal, in der Herausforderung kannst du alles freischalten, was du möchtest. Ich habe auch das meiste in der Herausforderung nebenbei freigeschaltet, so damit ich schon mal ein paar Sachen ausprobieren kann. Idiot 1 sterben lassen? Ja, noch nicht. Der muss jetzt gerade noch ein bisschen Geld einbringen. Wenn er sich gleich nochmal verletzt, kommt er rüber ins andere Gehege. Ist das ein Deal? Lol, cool, easy Punkte. So sieht's aus. Punktebonus geht raus. Okay. Wir haben wirklich gutes Einkommen, das hilft uns echt. Wenn wir jetzt noch vernünftige Stromversorgung haben, dann... Junge, ich habe so anstrengende Dinos. Also man muss gerade bei Fleischfressern wirklich darauf achten, dass die gute Gene haben. Das ist eine Katastrophe. Wenn die schlechte Gene haben, dann greifen sie sich die ganze Zeit an und nerven dich die ganze Zeit. Werde ich beim nächsten Mal beachten. Habe ich dazu gelernt. Oh, nice. Jetzt haben wir wenigstens ein kleines Kraftwerk. Da, schaut mal. Puh, Gott sei Dank. Versucht damit jetzt erstmal alles soweit zu versorgen. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen für alles. Aber Hauptsache, die meisten Sachen sind erstmal abgedeckt. Ob das jetzt schön aussieht, ist mir auch gerade nicht so wichtig. Ob das funktioniert.
So, dann baue ich auf die andere Seite auch nochmal ein, denke ich. Dann können wir das ein bisschen aufteilen, die ganze Stromversorgung. Weil alles auf einem Kraftwerk zu haben, ist nicht gut. Die Notfallgeneratoren können wir sogar da lassen. Wenn da mal was ausfällt, können die einspringen. Ist ja eigentlich ideal. So. Warten wir mal kurz, bis das fertig ist. Habe ich das hier schon connected? Nee. Diese Richtung muss ich gleich auch noch gehen mit Strom. Das ist gerade ein richtig wichtiger Schritt, den wir hier machen. Okay. Vorne ist noch so eine Galerie. Würde ich auch gerne noch abdecken. Einmal alles. So, hier vorne auch nochmal. In die andere Richtung müssen wir hier. So. So, Idiot 1 und Idiot 2 haben einen Kampf begonnen. Das war's jetzt für dich. Tut mir leid, jetzt helfe ich dir nicht mehr. So, Stromversorgung steht. Gott sei Dank, das Elend hat sich soeben beendet. Weißt du nicht, dass ich nicht traurig bin darum, dass du tot bist? Tschüss. Hallo, Sucuk. Endlich, ey. Ich habe den Park jetzt erstmal mit Strom versorgt überall. Ein Traum ist das. Dann haben wir nicht mehr die Probleme mit dem Mist. So, was ist jetzt hier mit Idiot? Cholera oder Pest? Cholera ist es. Gebrochene Klaue schon wieder. Hier kriegst du eine Maniküre. Kein Problem. Na gut. Sieht doch gut aus. Jetzt können wir uns um andere Dinge kümmern. Jetzt haben wir nämlich... Ja, wir haben nur 300.000, das wird vermutlich nicht reichen. Wir brauchen 500.000 für den Suche Mimos. Und dann müssen wir Richtung Rex gehen. Ich mach mal eine kleine Umfrage im Chat, das würde mich nämlich mal interessieren. Danke für das Abo übrigens, sorry. So, da dürft ihr einmal voten. Würde mich mal interessieren. Vote ist im Chat. Ab jetzt. Anhaltina, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. So. Ich brauche mal ein Schlückchen Wasser. Genau, ich möchte nämlich wissen, wer das morgen spielt, das Spiel von euch, und wer nur Videos guckt. Würde mich mal interessieren. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die das nicht direkt zum Release spielen. Kann ich auch verstehen. Ist ja auch nicht ein Muss. So, jetzt müssen wir... Genau. Wir müssen jetzt den Sucuk erforschen. Wenn er uns nicht viel bringt, den werde ich nämlich nicht freilassen. Sucuk ist doof.
Ja, das geht natürlich genau nicht. Es würde nur mit ihm gehen und der ist gestresst. Oh, meine Güte. Lassen wir mal alle ausruhen. Ab 15 Uhr morgen. Ich spiele, sobald der Postbote das bringt. Viel Glück, dass er früh kommt. Hole mir JWE2 ein bisschen später. Aktuell 67% spielen es morgen. Von 171 Stimmen. Nicht schlecht. Kehrsuche, so ist das. Ich kann doch keinen Suchomimus freilassen, wenn du im Chat bist. Das, nee. Das kann ich nicht verantworten. Junge, ey. Jetzt habe ich hier die nächsten Idioten, oder was? Das Idiot 1 endlich tot. Die nächsten Deppen, die sich die ganze Zeit die Köpfe einhauen, ey. Kann das echt nicht fassen, ne? Wie viele nervige Dinos haben. Oh, jetzt kommt vielleicht so eine gemeinsame Futteranimation. Die gönnen wir uns. Die gehen gerade gleichzeitig dahin. Das ist immer gut. Toll. Genau, jetzt ist das Futter alle, oder was? Danke, Felix. Was habt ihr denn? Kleiner Bruch, okay. Ich glaube, dieses Pflaster-Symbol heißt immer, dass ich die so lokal behandeln kann. Das ist ganz angenehm. Sonst muss ich die halt stationär behandeln. Gottes Willen. Was ist los mit meinem Brain? Zweimal den gleichen Fehler. Das sagt schon alles. So, jetzt können wir aber den Sujuk hier erforschen. Frag mich ja, was so Leute denken, die neu in den Stream kommen und dann das hier sehen sollen. Wir sprechen nicht darüber. Ist schon ziemlich bescheuert, oder? Wenn ich hier schreiben könnte, würde ich dazu schreiben, das ist Hannes, sein Werk. Yay, 3 Sterne. Die brauchen wir auch gleich. Um den Rex zu erforschen. Alter. Schon wieder. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Wer hat denn jetzt hier schon wieder ein Leiden? Ach, da unten jetzt auch wieder. Oh, diese Idioten. Also in diesem Park habe ich echt nur Probleme. Aber ich lerne daraus, dass ich nur noch Dinos freilasse mit gutem Genom. Weil das ist ja eine Katastrophe, wenn du so Dinos hast, die sich ständig prügeln. Ja, jetzt braucht ihr euch auch nicht mehr kuscheln. Ihr habt euch schon kaputt geschlagen. Es tut mir so leid. Die Junge, wer kuschelt mich? Oh. 68% spielen es morgen. Nice. Raus mit der Viecher. Wir sind nicht erwünscht. Wie sieht's aus? Na, ich muss sie leider behalten, weil ich eine Bewertung von 3 brauche, damit ich den Rex erforschen kann. Ansonsten kann ich die Mission nicht machen. Oh, eine Krankheit haben die. Erkältung. Oh nein. Ja, Erkältung kann man leider nicht behandeln. Das muss man aussitzen. Das ist sehr anstrengend. Und wenn es einen schlechten Verlauf gibt, dann kann es auch eine Lungenentzündung werden. Und dann wird es noch anstrengender. Also dieses ganze Medizinsystem von JWE2 ist wirklich komplex geworden. Da gibt es so viele Sachen. Schule ist morgen oder übermorgen. Ja, siehst du, geht doch auch. Man muss ja auch nicht immer alles instant zum Release haben. So, direkt in die nächste Forschung. Dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Oh, 2 Millionen. Oh. Alles klar, ey. Ey, die Mission ist mega lang. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hoffe, die stecken hier nicht noch mehr an. Hauptsache, die kuscheln da noch miteinander, wenn die erkältet sind. Hallo.
Verbreitet doch nicht alle euren Viren. Jetzt haben sie es angesteckt. Oh, jetzt haben sie sich echt angesteckt. Jetzt habe ich genau gesehen, dass sie da gekuschelt haben. Jetzt habe ich 3 kranke Dinos. Alle erkältet. Und jetzt regnet es auch noch. Perfekte Voraussetzung. Wundervoll. Alpha-Status, den hat der hier, ne? Das müsste der Alpha sein mit der Krone. Hier. Ja, die Türen sind auch schon wieder rausgeprügelt aus den Fahrzeugen. Bei meinen aggressiven Dinos. Einmal gegenheilen. Einer ist schon wieder gesund. Der hier hat ein gutes Immunsystem. Noch einer ist gesund. Das ist schon wieder anders krank, oder was? Hä, der ist gerade gesund geworden, hat wieder eine neue Krankheit. Was ist das denn? Jetzt hat er die Lungenentzündung wahrscheinlich, ne? Gehe ich von aus. Scannen mal direkt. Ja, er hat eine Lungenentzündung. So. Das ist belastend. Aber wir haben 2 Millionen. Müssen wir halt aussitzen. Das ist halt eine sehr anstrengende Krankheit, Erkältung. Weil man da halt die ganze Zeit beobachten muss. Oh, wir haben nicht genug von diesem Wissenschaftler-Ding. Das heißt, wir müssen hier irgendwen feuern, der schlechte Werte hat. Genau, kommt die mal raus. Und dann suchen wir mal einen, der ganz viel da hat. Bei der Genetik. Mal gucken. 4 war das höchste, was ich gesehen habe. Wird vermutlich nicht ausreichen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so viele Mitarbeiter da ran schicken kann, oder? Nee. Das reicht nicht. Da fehlt ein Punkt. Das ist aber auch mal schwierig hier alles. Ich muss Personal verbessern. Falsch. War das hier? Ja, Personalverbesserung. Sehr gut. Machen wir das mal schnell. Dann haben wir da keine Probleme mehr. Können wir in der Zeit uns hier um unsere Dinos kümmern? Bleib mal hier. Fahr mal nicht weg. Hallo. Kollege. Du musst hier nochmal gegenheilen. Den auch. So, jetzt müssen die alleine klarkommen. Ich habe jetzt genug getan, dass die ihre Krankheit überstehen. Wenn die es jetzt nicht schaffen, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Dann ist es so. Speichern wir lieber nochmal. Diskutiert ihr immer noch über den geilen See? Tada! So schön. Kann das mal jemand screenshotten für den Discord? Warte. Tada! Hannes war's. Wunderschön. Hast du gut gemacht, Hannes. So, jetzt aber. Personal verbessern. Der See ist sass. So sieht's aus. Trainieren. Ne, nicht den. Den trainieren wir mal. Trainieren. Das müsste schon ausreichen, ne? Ups, falsch. Let's go. Kannst machen. 2 Millionen weniger. Wir brauchen gleich nochmal mehr Kohle für die Ausbrütung und so. Das wird noch wieder ganz schön kostenintensiv. Aber wieder eine gute Mission. Die macht Spaß. Die ist cool. Der See ist ein Meisterwerk.
Bestes Kunstwerk 2021. Der See ist das Beste, was ich je gesehen habe. Erinnert mich an irgendetwas. Die Sonne dazu, haha. Uwe Trax, das freut mich zu hören. Viel Spaß morgen. 15 Uhr geht's los. Es wäre Creep. Ich muss echt nochmal gegenheilen. Die würden das nicht überleben sonst. Es ist wirklich wichtig, dass ich das mache. Also Erkältung ist wirklich Horror. Es gibt nichts. Oh, ein Strom. Ach, komm. Uai. Uai. Jo, wie viele Gebäude hat es denn hier schon erwischt? Alter. Das ist ja komplett übel. Hier hin, schnell. Hallo. Warum geht das nicht? Weiter hin. Das Tor ist kaputt. Gott sei Dank. So gut, dass man pausieren kann. Das macht einfach alles einfacher. Gerade bei so Stürmen und so. Ja, Zäune sind das Schlimmste, was passieren kann. So Gebäude. Oh. Geht, ne? Schlimmeres. Hier ist auch angeschlagen, aber das ist noch nicht offen. Sobald das Tor offen steht, ist schlecht. Ansonsten geht's noch. Niedrige Gesundheit schon wieder. Ey, wie lange diese Erkältung mich aber auch im Trab hält, ne? Also man wirklich merkt wirklich, dass es die schlimmste Erkrankung ist, die es gibt. Im ganzen Spiel. Aufgabenplätze voll, perfekt. Es wäre halt ganz schön, wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, das wäre auch noch eine Funktion, die hinzugefügt werden könnte, dass man zum Beispiel jetzt diese Einheit befiehlt, hier in diesem Gehege zu bleiben, bis die Dinosaurier dort gesund sind und dass sie sich kümmert. Das wäre noch ganz angenehm. Dass sie sich dann einfach hinstellt, ab und zu da so ein bisschen aufpasst und so automatisch, damit ich das nicht die ganze Zeit machen muss. Dann kann ich den zwar anderweitig in dem Moment nicht benutzen, aber immerhin kümmert er sich dann selber darum und ich muss nicht immer aufpassen. Das wäre halt ganz cool. Puh, wir haben keine Erkältung mehr. Alles ist weg. Alle roten Nachrichten. Time to save the game. Ja. Okay, wir haben Rexy. Jetzt müssen wir Fossilien finden davon. Wird auch nochmal teuer. Viel zu teuer. Nochmal 2 Millionen. Junge, was ist das für eine Mission, ey? Wieder so krass. Nee, den Sucho mache ich nicht mehr. Der Rex ist ja schon so teuer. Wenn ich jetzt den Sucho noch zwischenschieben würde, das würde ja ewig dauern. Müsste ich auch erstmal die Fossilien suchen und so. Ja, der Bot, irgendwas ist da kaputt gegangen, Daniel. Danke für den Hinweis. Ich muss mich mal darum kümmern, wenn ich die Zeit finde. Steht aktuell nicht so hoch auf meiner Prio-Liste, leider. Momentan andere Sachen auf dem Plan. Wir brauchen Geld. Ganz viel Geld. Hey Dandy, wann kommt eine neue Folge JW2? Was meinst du denn? Jeden Tag. Also die Kampagne kommt jeden Tag. Auf dem Zweitkanal, dem neuen, kommen jeden Tag auch zwei Kurzvideos. Und ein Livestream kommt eigentlich auch momentan jeden Tag. Das werden wir auch erstmal so weitermachen, weil es echt Spaß macht momentan. Wie viel war das? 2,4 oder so? Oder war das 2,1? Irgendwie sowas. Belle, mach's gut. Schön, dass du da warst. Dandy, wie geht's? Sehr gut, danke. Wie geht's selbst? Rexy is coming home. Rexy kommt hier rein. Ich sehe Rexy an diesem See trinken. Da wird er sich wohlfühlen. Dann wird er noch ein bisschen gegen die Mayungas kämpfen können. Ich hoffe einfach mal, dass Rexy die letzte Mission ist. Damit wir speichern einfach vorher, dann können wir das uns erlauben.
kann ich denn hier nicht hin? Da genug Geld, oder? Bin ich doof? Hä? Check nicht so ganz, warum ich gerade nicht an die Fossilien ran darf. Ich habe eigentlich 2,4 Millionen. Von den Rex auszubrüten wird nochmal so teuer, ne? Kann hier nicht hin? Warum ist das ausgegraut? Das ist ein Bug und die Kosten dafür sind eigentlich viel höher. Kann das sein? Weil es wundert mich gerade, dass es nicht geht. Warten wir mal auf 3 Millionen. Finde die Kampagne in JW2 besser als in Teil 1. Ich auch safe. Nur von diesem Chaos-Theory-Modus hat man sich halt ein bisschen mehr erhofft, muss man sagen. Also da hat man halt gehofft, man kann wirklich die Story so ein bisschen selber beeinflussen, ein bisschen den Lauf der Dinge halt verändern, so wie es angeteasert wurde. Aber im Prinzip spielst du halt nur nochmal irgendwie Sachen, die halt an den Film angelehnt sind. Ist auch cool, aber ist nicht das, was man sich darunter vorgestellt hat am Anfang. Du brauchst 3 Forscher, die zusammen diese 13 Punkte haben. Meinst du, daran lag's? Guck mal. Ich hab doch da 14 von 13 Anforderungen. Sollte doch eigentlich passen. Ich glaube, da ist irgendwas mit dem Geld falsch angezeigt oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Wie gesagt, wir warten mal auf 3, noch was Millionen, dann geht's bestimmt. Finde Chaos Theory ist ein bisschen die neue Kampagne, ja. Die alte, andere Kampagne ist so ein bisschen Tutorial, oder? Weil die so kurz ist auch. So habe ich das Gefühl. Chaos Theory ist die neue Kampagne. Das kommt schon ganz gut hin. Also das hier ist die Kampagne. Die normale Kampagne ist Tutorial. So könnte man es schon nennen. Das ist ein guter Ansatz. Geht halt immer noch nicht. Was mache ich falsch? Gib mir mehr Geld. Gib mir 3,5 Millionen. Hallo Heiko. Was ist denn, Uwe? Ich hab's leider überlesen, falls du was geschrieben hast. Aber nur Fragezeichen dazu schreiben ist auch schwierig, weil dann deine alte Nachricht finden, das wird auch nichts. Das finde ich auch, Valilu. Also hier hätte noch ein bisschen mehr sein können. Ich finde auch, die Sachen hätten ruhig viel näher am Film noch dran sein können. Also stellt euch mal vor, das wäre hier wirklich richtig nachgebaut wie im Film. Das wäre ja nicht so problematisch gewesen. Die hätten das ja meinetwegen auch mit einem... Also die hätten ja nur dieses Helipad zum Beispiel als platzierbares Gebäude machen können, hier hinbauen. Das Wasser ein bisschen weiter für ein paar Steine und so hin. Das hätte man schon noch cooler machen können. Man merkt die Anspielung, das ist auch ganz cool gemacht, aber das hätte man schon noch mehr an den Film ranbringen können, finde ich. Da habe ich das ja sogar in JW1 besser hinbekommen mit Mods. Also, dass das noch genauer am Film dran war. Ja, nicht irgendwas mache ich falsch. Müssen die Wissenschaftler sein. Ich glaube, du hast recht. Du hast einfach recht. Ich habe aber auch echt schlechte Wissenschaftler dafür. Ich hau den mal raus hier. Ich hole mal 9. Logistik brauche ich einen, ne? Ich meine schon. Müssen wir ja den ersten fast nehmen. Dann boosten wir den nochmal ein bisschen. Der hier ist das. Ah, den können wir gar nicht mehr trainieren. Aber das müsste doch jetzt ausreichen. Eigentlich. Oh ja, es hat wirklich daran gelegen. Aber da stand doch gerade auch 14 von 13, oder bin ich blöd? Ja, aber trotzdem, danke für den Hinweis im Chat auf jeden Fall. Hat mir geholfen. Vielen, vielen Dank. Okay. Ja, das schaffen wir ja locker. Nee, schaffen wir gerade so. Okay, wir konnten es halt vorher echt nicht machen. Mega gut, dass du es gesagt hast. Richtig, richtig gut. Und wir haben sogar günstigere Expeditionen. Wie gut ist das denn? 1,4 Millionen jetzt nur.
Das macht halt so viel aus, ne, wenn man die richtigen Mitarbeiter hat. Insane. Jack, ich danke dir. Privet. Nee, nicht Privet. Wie heißt das denn? Konnichiwa. Privet war Russisch. Ni hao, konnichiwa, was auch immer. Ich kann leider das nicht lesen, was du geschrieben hast. Und ich hoffe, der Alert kommt noch, weil 2000 Wong oder was ist das? Ich weiß es nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß weder, wie viel das ist und keine Ahnung. Und das wird, glaube ich, auch erst ab einer gewissen Summe angezeigt. Korea, okay. Ja, dann keine Ahnung. Ich glaube, 2000 Won ist sehr wenig. Ich weiß es aber ehrlich. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Wie viel ist das? Weil ich glaube, es wird erst ab 99 Cent oder so angezeigt. Weil das der Minimumbetrag ist. Oh, dann sollte es aber hinkommen. Für 1,46. Keine Ahnung, warum der Alert nicht kommt. Tut mir leid. Na, danke, Chat. Tanken hier mal auf. Muss man die Pakete nochmal kaufen? Welche Pakete meinst du? Gott sei Dank. Die Fossilien sind da. Ich hoffe jetzt, dass wir mit einer Fuhre Bernstein gefunden haben. Oh. Bernstein ist so unfassbar gut. Guck mal, 42%. Damit auf 55 kommen wir. Wir haben zwar nicht genug Slots gerade, aber das ist übel gut. Das heißt, wir können den Rex gleich machen damit. Wir brauchen nicht nochmal los. Oh, ist das gut. Los geht's. Extrahieren wir das einmal, dann das andere und dann geht's los. Kann man sich die Premium Edition auch noch nach Release kaufen? Ich denke ja. Wie lange geht der Stream schon? Seit 18 Uhr, 3 Stunden jetzt. Bernstein ist die Goldader, oh ja. Bernstein ist mega, was Genom angeht. Uwe Trax, ich danke dir. Das freut mich, dass ich ein Abo von dir habe. Ich habe eigentlich den T-Rex hier eingeplant. Weil die Animation zwischen Raptor und Rex kenne ich schon. Ich würde gerne Rex gegen Mayunga sehen. Wenn wir das machen können, natürlich nur, ne? Nicht, dass da jetzt irgendwas schief geht. Oh, falsch. Da machen wir hier das auch nochmal ein bisschen. Ja, schnellere Extraktion ist gerade nicht mehr drin. Der muss ausruhen. Der Junge. Macht nichts. Er macht das halt ein anderer Kollege, der ein bisschen langsamer ist. Der Rex bräuchte dann nochmal einen besseren Sound. Ja, stimmt. Machen wir im Nachhinein dann. Wir gucken erstmal, ob die Mission dann vorbei ist. Dann ist es egal. Es kann aber sogar sein, dass ich vielleicht in diese Parks dann nochmal reingehe. Wenn man die überhaupt weiterspielen kann, das weiß ich gar nicht danach. Erstmal weggerammt werden. Echt keine schlechte Tour geworden, ne? Durch 5 Gehege. Not bad at all. Nice. Jetzt wird's nochmal teuer, aber wir haben schon wieder gut Geld gespart. Aber jetzt gibt es einen Rexy. So, schnellere Synthese auf jeden Fall. Schnellere Synthese. Das sollte voll schnell gehen. Und wir können es uns nicht leisten. Belastend. Ja, wir können die leider nicht mehr trainieren. Den könnten wir noch einen Punkt geben. Können wir es uns dann leisten? Aber der muss erstmal aus dem Urlaub wiederkommen, quasi. Wenn man große Dinos haben will, das ist echt kompliziert mit diesen ganzen Mitarbeitern, ne? Also da muss man echt drauf gehen, dass man die früh trainiert, damit man nicht so viel Stress hat.
Weiß nicht, ob es jetzt reicht für eine Synthese. Ungesellig und intolerant mal wieder. Das wird wieder ein Spaß. Ja, reicht. Und zweimal schnellere Synthese. Das sollte super schnell gehen. Guck mal. Oh, geil. Das beim Rex. Ein Traum. Die Raptoren haben den Skin vom ersten Film, ja. Die haben den Skin. Sieht man halt jetzt schlecht im Dunkeln, ne? Ja, man sieht gar nichts. Kann ich dir schlecht zeigen. So, es geht weiter. Ein Ei ist dabei rumgekommen, macht nichts. 2 Mill, aber unzureichende Fähigkeit. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder Mitarbeiter austauschen. Tut mir leid. Auf Wiedersehen, es war so schön mit dir. Ich glaube, die brauchen wir erstmal nicht mehr, die für die Fossilien zuständig sind. Jetzt brauchen wir Wohlbefinden, gute Werte. Das ist mega. Brutvorgang. 50% schneller. Forschung leider nur. Senkt die Kosten für einen Brutvorgang. Wäre auch geil, ne? Kann man das eigentlich aktualisieren hier, dieser Seite? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen die hier nehmen, damit wir die 4 Punkte haben. Ansonsten werden wir es nicht hinkriegen. Schnellerer Brutvorgang, schnellerer Brutvorgang. Und das hier passt perfekt. Und zweimal schnellerer Brutvorgang, das ist ja mega. Sollte jetzt auch Spix gehen, obwohl es ein Rexy ist. Schaut mal. Oh, ist das gut mit diesen ganzen Mitarbeitern. Sonst hätte das ewig gedauert. Das Game ist viel, viel hübscher als der erste Teil, ja. Du bist gut in diesem Spiel, Orgit. Ich habe auch schon über 30 Stunden Spielzeit. Also irgendwann muss man auch eine Verbesserung merken. Oh, übersetzt heißt es, ich genieße die Sendung, damit die Donation-Nachricht auch ankommt. Dankeschön. Auch wenn du die Sprache nicht verstehst wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank. Das ist super lieb von dir. Was heißt danke auf Koreanisch oder welche Sprache war es? Let's go. Ich habe schon Lust, den hier freizulassen, muss ich sagen. Wir machen es einfach, weil dann haben wir die coole Animation wenigstens. War schon geil. Torversagen, was? Ich werde sabotiert. Es sind die Tore. Alle Tore sind offen. Unternimm etwas. Schnell. Ich bin doch schon dabei. Wir haben Zugang zum gesamten Park. Ja. Ist das eine Fehlfunktion? Ich danke dir. Ein Problem. Francis Red, Reddish. Wir versuchen danke aktuell dir. Das alles herauszufinden. Herzlich willkommen. Ich verstehe diese verdammten Zeilen und Zahlen nicht. Und Programmierer? Nein, danke. Panik. Sieht nach Sabotage aus. Vielleicht ein Insider-Job. Wir müssen die Gäste in die Schutzräume bringen. Ja, natürlich. Die oh mein Gott, Leute. Die Gehege zurückzubringen hat oberste Priorität. Die Sicherheit der Gäste hat oberste Priorität. Schutzräume auf. Eins führt zum anderen. Einverstanden? Alles klar. Einverstanden. Dann sorgen Sie dafür. Unser Traum, mein Traum, darf nicht verloren gehen. Wir müssen den Part rette noch weiterspielen. Oh mein Gott. Das rette müssen wir morgen Gäste machen, glaube ich. Und rette den Jurassic Park. Crazy, wie lang diese Mission ist. Das heißt aber, wir müssen den Rex nochmal ein eigenes Gehege bringen. Das geht nicht anders. Nun, selbst mit einigen kleineren Rückschlägen gedeiht der Jurassic Park prächtig. Und das trotz allen, die uns scheitern sehen wollen. Oder wir lassen sie wirklich oder kämpfen und gucken, Saurier wer das Gehege Forschung für sich gewinnt. Für sich
Was die Menschen im Jurassic Park erleben, entzieht sich jeglicher Berechnung. Daran gibt es keinen Zweifel. Dennoch glaube ich, dass wir unsere Erwartungen noch übertreffen können. Wir werden die Besucherzahlen erhöhen. Mehr Gäste sollten die Bewertung... Ich speichere mal kurz. Das werden wir aber heute dann nicht mehr machen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so lang schon wieder geht, die Mission. Das ist ja krass. Bis 5 Sterne und so noch hochzocken. Bewertungen verbessern. Ja, genau wie eine höhere Artenvielfalt. Gemeinsam haben wir die Saurier in diese Welt gebracht. Nun bringen wir die Welt zu den Saurier. Jetzt gern Kampf sehen. Hä? Was geht denn jetzt hier ab? Wie schön, dass hier immer alles auf einmal passiert. Ihr donatet auch immer einen guten Zeitpunkt. Siku Uchiha, ich danke dir für 1,01 €. Ehre. Vielen, vielen Dank. Ich war aber gerade ein bisschen überfordert, weil hier wieder die Musik auf einmal abging. Die ganzen Nachrichten. Komm schon, den Kampf sehen. Give me a fight for your life. Kämpft. Dankeschön, nochmal für 1,01 €. CQ Uchiha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oh, da braucht Sand. Geben wir ihm Sand. Dann sollen die meinetwegen hier... Oh. Die Kicken Raptoren gefällt das gar nicht mit Rexy. Die brechen gerade aus. Okay, wir müssen Rexy hier rausbringen. Essen ist leider nichts. Wenn er jetzt sterben sollte dabei, dann müssen wir neu anfangen. Was das angeht. Aber einen schnellen Gehege für Rexy bauen müssen wir noch machen. Boah, das ist schon wieder eine krasse Mission. Das kann man nicht anders sagen, oder? Ganz schön viel zu tun hier. Und Rexy hier hin. So. Bleib mal drin, Raptor. Renn mal nicht raus. Sei mein Ehrenraptor. Gott sei Dank. Und nicht Status. Du willst den Zaun reparieren. Okay, dann mach erst Status und dann Zaun. Nein! Die kommen! Mach schnell! Die anderen Raptoren kommen! Nein, 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 nein! Ach! Jeep! Boah, bist du langsam! Was geht denn jetzt ab? Hä? Was passiert denn jetzt hier? Come on! Okay, er hat's repariert immerhin. Oh shit. Oh shit. Das war's mit unserem Park. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ach, das ist viel zu viele. Raptor 1 hat's erwischt. Eieiei. Und Zaun schon wieder defekt. Ich sag euch, wie es ist, Leute.
Wir werden jetzt eine Pause machen. Ich habe ja vorhin gespeichert, wir werden dann den Rex einfach beim nächsten Mal woanders hinsetzen. Macht mehr Sinn. Aber 3 Stunden streamen muss reichen. Ich muss mir jetzt gleich auch was zu essen machen. Dann müssen wir das morgen noch wohl weiterzocken. Beziehungsweise wir können das auch dann noch aufschieben. Wir haben ja den anderen Park auch noch. Dann können wir morgen erstmal San Diego spielen, würde ich fast sagen. Wir sind jetzt hier bei 95%, Jurassic World, Jurassic Park bei 96%. Dann machen wir morgen San Diego. Dann können wir darauf nochmal ein bisschen hier rein tryharden und das fertig machen. Weil das wird nochmal eine richtige Herausforderung, die beiden. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem dieses, das ist echt krass, ne? Der ist 2 Sterne hier, also 2 Punkte. Und der andere, wartet. Der ist einfach 5. Seht ihr das? Crazy. Also ich fand das jetzt nicht viel einfacher. Sind beide echt schwer, die Mission. Mega heftig. So, schreibt nochmal alle was in den Chat, Leute. Es gibt gleich nochmal einen Punktebonus zum Abschied. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Likes. Schaut beim Zweitkanal vorbei, der ist oben im Chat angepinnt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ciao, macht's gut.